Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen heute ausnahmsweise mal an einem Dienstag zu Titel, Thesen, Argumente Nummer 41. Entschuldigt bitte, dass wir weder sonntags noch gestern die Sendung gestalten konnten, aber es liegt einfach an meiner Gesundheit und ich muss mich ein wenig schonen, aber deswegen holen wir das heute nach. Mal herzliche Grüße an alle da draußen und natürlich an den Hendra in München, der auch wieder mit dabei ist. Servus, Hendra. Ja, einen schönen guten Tag, liebes Publikum da draußen am Äther aus einer der Funkzentralen der Merkel-Jugend, Heil Merkel, und einen schönen Abend euch allen. Wichtige News zu den neuesten Ereignissen in unserem Bruderland Frankreich. Richtig, das ist schon angedeutet, in Frankreich geht es ja da jetzt schon doch seit einigen Wochen, zwei Wochen kann man sagen, knapp, relativ rund. Ich habe da jetzt auch schon mal was vorbereitet, und zwar, lasst es mich nur schnell finden, wo ist es denn? Und zwar beginne ich ja mal harmlos mit dem Mainstream. Der Mainstream schreibt, also das Schmiergel, auch Spiegel gerne genannt, ich blende das hier wieder mal für alle ein. Das Schmiergel schreibt, passt schon. Absage an eine Gesellschaft, Revolutionsfolklore, Mediumphänomen, Macron-Bashing. Die Gelbwesten-Proteste lassen sich beliebig ausdeuten und instrumentalisieren. Tatsächlich zeigt sich hier eine fundamentale Dimension der Verzweiflung. Ein Kommentar oder eine Analyse von Nils Minkma. Da sieht man hier, das schaut recht harmlos aus, halt alle mit ihren Schutzwesteln. Ja, das ist von gestern, also von heute übrigens, ganz frisch der Artikel. Ende Oktober fand in Grenoble eine Demonstration statt, bei der die Teilnehmer gelbe Warnwesten trugen. Es waren etwa 100 Radfahrer, die gegen Jäger demonstrierten. In den Tagen zuvor hatte es einen Jagdunfall gegeben. Sonntags zumindest sollte im Wald nicht gejagt werden dürfen, so ihre Forderung. Sie trugen Warnwesten, aber Teil der Bewegung der Gilets Jaunes waren sie darum nicht. Niemand kannte vor 6 Wochen diesen Begriff in einem politischen Kontext. So, jetzt geht es da seit einiger Zeit relativ zu. Ich habe da auch jetzt was Interessantes gefunden vom Freeman von Alles Schall und Rauch, der nämlich da entdeckt hat gestern, dass die Panzer, die bei diesen Ausschreitungen da jetzt im Einsatz sind, europäische Hoheitsabzeichen tragen. Keine französischen, sondern europäische, wie hier zu sehen. Das heißt, der Verdacht liegt sehr nahe, dass hier diese European Gendarmerie Force bereits im Einsatz ist. Ja, er fragt doch hier richtig. Was hat die Flagge der Europäischen Union auf einem französischen Polizeifahrzeug zu suchen, außer es soll eines der EU identifizieren? Sind das bereits getarnte Militärfahrzeuge der EU-Armee zur Massenkontrolle? Sie hatten sonst kein französisches Hoheitsabzeichen drauf. Zur Erinnerung, die EU-Verfassung, die als Vertrag von Lissabon getarnt und gefälscht wurde, sieht den Einsatz von Sicherheitskräften aus den EU-Mitgliedstaaten Ländern zur Aufstandsbekämpfung vor, und diese dürfen tödliche Schüsse abgeben oder verklausuliert das Töten von Aufständischen, Demonstrierenden, Protestierenden, Streikenden ist möglich. Die Vorstellung von einer EU-Armee ist nicht neu, da sowohl Emmanuel Macron als auch Angela Merkel die Idee geäußert und die Schaffung gefordert haben. Im November sagte Merkel, die Tage, an denen wir uns bedingungslos auf andere verlassen können, sind vorbei, und fügte hinzu, wir sollten an einer Vision arbeiten, um eines Tages eine echte europäische Armee zu schaffen. So, da gibt es auch noch ein Video. Schauen wir mal kurz rein. Ja, das war es schon, aber man sieht ja wirklich da überall, also da hinten viel Rauch, wo da diese brennenden Mülleimer und alles sind, und eben diese Panzer mit wirklich EU-Hoheitsabzeichen, Hendra. Was sagst du denn dazu? Also
Diesen Panzer kenne ich jetzt, das ist, glaube ich, ein VAB-Truppenpanzer. Das ist also ein militärisches Fahrzeug. Und es gibt ja sehr starke Radpanzer. Man unterscheidet zwischen Kettenpanzern und Radpanzern. Und ein Kettenpanzer ist immer unzweifelhaft ein Kriegsgerät. Und damals hat man sich ja rausgeschummelt, indem man zugesichert hat, kein Kriegsgerät an die Ukraine zu liefern. Und dann hat man zum Beispiel den Sachsen A-105 geliefert oder die Amerikaner haben diverse neue Modelle von Radpanzern geliefert. Nur diese Radpanzer sind im Grunde genommen auch für den Krieg geeignet. Und das ist so ein Übergang. Ne? Was ist eine zivile Waffe, was ist Polizei und was ist Militär? Die Sache mit der Kennzeichnung, die du ansprachst, ist nicht trivial. Und wir wissen mittlerweile, es sind, glaube ich, Fahrzeuge aus der sogenannten Otpor. Also es sind aus irgendeiner Art Otpor, muss man gucken, was das ist. Und das sind diese Panzer, die diese griechischen Namen tragen. Und diese VAB-Truppenpanzer, und das da oben ist ja kein Wasserwerfer, sondern das ist wahrscheinlich eine 13-mm-Kanone. Das sind ja militärische Fahrzeuge, ganz klar. Natürlich. Hier in Deutschland ist ja ein Bundeswehrfahrzeug, das Nummernschild beginnt mit einem Y. Und wenn irgendein Panzer rumfährt, der kein Y-Nummernschild hat, dann wird er sofort aufgehalten von der Polizei. Und ich konnte jetzt bei den Kennzeichen dieser Panzer, konnte man nicht sehen, dass das militärische, französische Militärfahrzeuge waren. Also es ist wohl ein fließender Übergang zwischen zivilen Fahrzeugen, dieser Otpor, der europäischen, und der französischen Polizei gegeben. Bei der Gelegenheit, vielleicht erinnert ihr euch noch vor ein paar Monaten, da haben sich viele insgeheim gefreut, als so einem aus dem schwarzen Block, einem Antifanten, die Gasgranaten werden immer hin und her geworfen und man versucht sie dann aufzugreifen und zurückzuschmeißen, ne, zu den Polizisten. Das kann man machen, wenn es eine normale Nebel- oder Gasgranate ist, aber seit 2011 gibt es ungefähr 40.000 explosive Granaten. Das bedeutet, das ist nicht etwas, wo nur das Tränengas ausströmt, sondern die detonieren und setzen das ganze Reizgas schlagartig frei. Und die explodieren mit 25 Gramm TNT. Das ist auch wie eine Kriegswaffe. Natürlich haben sie die Splitterwirkung verringert, aber sie sind trotzdem tödlich, sagen wir mal in einem Radius von 1-2 Metern, wenn man Pech hat, ja. Und sie haben auch diese betäubende Wirkung im Umkreis von 10 Metern. Das ist auch dokumentiert. Und seit dem Jahr 2011 ist Frankreich die einzige Nation in ganz Europa, die in ihren Polizeieinheiten diese Handgranate verwendet, die mit 25 Gramm TNT detoniert. Und damals war es noch ein Antifant, wo die rechte Hand abgerissen war. Und da hat sich jeder gesagt, haha, Antifant, Krawall, Heini, ne, hatte halt Pech gehabt. Aber gestern oder vorgestern gab es den zweiten Vorfall, irgendein völlig Unbeteiligter, der wahrscheinlich einfach das Pech hatte, dass seine Hand einfach in der Nähe einer detonierenden Gasgranate war. Oder vielleicht, man konnte nicht auf den Aufnahmen sehen, dass er sie genommen hat und zurückgeworfen hat. Es kann auch sein, dass er einfach gegangen ist und dann die Granate geflogen kam und die Gasgranate eben neben seiner Hand detonierte und seine rechte Hand eben zerfetzt wurde. Dann gab es auch eine junge Frau, die durch Gummigeschoss ein Auge ausgeschossen bekam. Und es gibt zahlreiche Aufnahmen, wie diese Granate, die Franzosen als einzige Nation in Europa verwenden in der Polizei, in Deutschland undenkbar, wie ein Polizist einfach so eine Granate am Boden schlittern lässt und sie neben dem Fuß von einem detoniert und man danach sehen kann, dass die Splitterwirkung von dieser Granate enorm ist und durch seine Schuhe hindurch schwere Verletzungen an seinem Fuß angerichtet hat. Und ob das jetzt hier unterschieden werden kann, in Deutschland darf ja die Bundeswehr nicht im Inland eingesetzt werden, so, außer eben bei Naturkatastrophen. Das Oder-Hochwasser war ja da die große Ausnahme. Ja, also Katastrophen einsetzen. Das ist ja, genau. Und ich glaube, in Frankreich dürfen sie das. Und es gab ja auch mehrere Berichte, dass natürlich die Armee schon längst mobilisiert wird. Die Polizei hat ein Streikverbot, ähnlich wie hier in Deutschland Beamte nicht streiken dürfen, darf die Polizei in Frankreich nicht streiken. Das wäre illegal, wenn sie das täten. Aber es gibt sehr viele administrative Mitarbeiter. Bei der Polizei sind ja nicht alle verbeamtet. Zubringer in den Polizeidienststellen. Und die dürfen sehr wohl streiken. Das Problem ist jetzt natürlich,
dass die Polizisten, die nicht streiken dürfen, ja eigentlich gar nicht effizient arbeiten können. Wenn ihr ganzer administrativer Teil streikt, ja, dann wissen die Bullen nicht wohin und das mit dem Funk funktioniert nicht, der Koordination und so weiter. Und es gab ja auch Aufnahmen vor 2 Tagen, da hat die Feuerwehr offiziell, irgendein Minister ist angetanzt und hier so Parade mit seiner Frankreich-Schärpe und so weiter. Und die Feuerwehr ist geschlossen abmarschiert und hat ihm symbolisiert sozusagen, wir streiken. Ne? Also in Frankreich streiken jetzt irgendwelche Sanitäter, die Feuerwehr teilweise, der administrative Bereich der Polizei, sodass die Polizei, auch wenn sie nicht streiken darf, nicht richtig funktionieren und arbeiten kann, wenn der administrative zivile Teil streikt. Und aus diesem Grund, und das ist ja nachvollziehbar, wird jetzt eben die Armee auch mobilisiert. Jetzt gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich weiß nicht, ob du den Orwell Zeit kennst. Das ist ein Verleger, der heißt Philipp Schröder aus Bielefeld. Der war so ganz beseelt und der dachte, wow, das ist eine echte Demo. Und der ist wirklich nach Paris dann gefahren und hat sich das angeschaut. Und dann gab es vom Volkslehrer ein Video, um die 2 wichtigsten Blogger zu nennen. Und der Volkslehrer mahnt natürlich zur Vorsicht und erinnert daran, wie der gelenkte Widerstand, die Farbrevolution. Und ich erinnere auch daran, dass die Rezeption in dem rechten nationalen Lager, es gab da Verlautbarungen von der NPD und von anderen Rechten, beziehungsweise nationalen Parteien, die zum Beispiel in Katalanien, das wurde ja auch abgefeiert, huhu, Unabhängigkeit für Katalanien, und die hatten damals auch aus dem EU-Parlament heraus gewarnt, dass das gesteuert sei in Katalanien und dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss mit diesem Unabhängigkeitsreferendum und dass das nur Unruhe stiftet. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Katalanen sich nicht von Spanien abtrennen dürfen, weil sonst Spanien, so wie wir es kennen, kein wirtschaftlich lebensfähiger Staat ist, wenn sich die reichste Region einfach abspaltet. Na, das ist so, wie wenn Nord- und Süddeutschland sich abtrennt oder Norditalien, Süditalien, dann haben wir einen Staat, wo an einer Stelle die ganzen Reichen und die Geschäfte sitzen und im anderen nur die Landwirtschaft. Und, aber ein Staat ist ja ein organisches Konstrukt und besteht ja eigentlich nur wegen der Solidarität. Und jetzt die Nationalstaaten, die sich gebildet haben als wirtschaftliche Einheit unter dem Vorwand der Unabhängigkeit, alle aufzuteilen, ist sehr kritisch, denke ich. Ja. Aber gehen wir mal ein bisschen in der Timeline jetzt zurück. Also es ist so, als Emmanuel Macron quasi ankündigte, da diverse Reformpakete absegnen zu wollen, begannen diese Proteste ja massiv. Und eben mit diesen, ich nenne sie jetzt mal Yellow Jackets auf Englisch, mit ihren Gelbwesteln, vorwiegend in den Großstädten, aber in Paris ganz massiv, ist es ja da zu massiven Eskalationen gekommen. Todesopfer, Schwerverletzte und natürlich, das Spielchen kennen wir ja auch, ich erinnere da nur an den G20-Gipfel in Hamburg, also wir kennen das, dass da immer wieder dann so ganz Vermummte kommen, wo ich davon ausgehe, dass das auch schon Provokateure sind, die man bewusst einschleust, um da die Strategie der Spannung nach oben zu drehen, um da noch mehr Feuer oder noch mehr Benzin ins Feuer zu gießen. Ja, also das, davon gehe ich mal fest aus. Es wurde ja jetzt schon angekündigt, dass sich diese Proteste womöglich auf Nachbarländer, so also vor allem Belgien, Benelux, aber eventuell auch Spanien und so Italien ausweiten könnten. Also die Idee, sage ich mal, sich einfach eine gelbe Weste anzuziehen oder ins Auto zu legen, wie die Gruppe um Olaf Müller. Und da gibt es einen Kanal, der heißt Beweg was in Mainz. Das war diese Merkel-muss-weg-Demo, die mit Teilen der Friedensbewegung von Mainz zusammengegangen ist. Und der Kanal heißt Beweg was. Der Mainz Free TV hatte den auch interviewt. Der war gestern in Marrakesch, also da, wo der Migrationspakt ja unterzeichnet wurde. Und der Olaf Müller, also ein langjähriges, sehr angesehenes SPD-Mitglied, die haben auch so ein geheimes Treffen, geheim in Anführungszeichen, gemacht und sich auch den Gelbwesten sozusagen angeschlossen. Und die Frage, ob jetzt die Gelbwesten gesteuert oder inszeniert sind oder nicht, ist eigentlich nebensächlich, ja. Weil natürlich gibt es die historischen Aufnahmen auf dem Kanal von Rambo Zambo, wo du so einen Abgeordneten siehst, der zum allerersten Mal mit so einer gelben Weste im Parlament ist und das durfte er nicht, ne? Das verstieß gegen die Kleiderordnung.
Und der hat diese gelbe Weste einfach getragen. Und jetzt kann man aber nicht sagen, oh, er hat die Gelbwestenbewegung erfunden. Mag sein, dass das System das rausgehorcht hat, dass man überlegt sich ja immer, wenn man eine Bewegung macht, wie macht man das? Und ich denke, es ist sehr klug mit diesen gelben Westen. Und vielleicht haben die das übernommen. Und der kam ja dann auch aus einer von den neueren Parteien, wie ja Macron auch aus einer neuen Partei sozusagen geschlüpft kam. Nur die Dinge haben eine Eigendynamik. Und die Eigendynamik solcher Aktionen, die kann man nicht steuern. Und wie der Orwell-Zeit richtig festgestellt hat, sind es hauptsächlich weiße Franzosen, die auf der Straße waren, zumindest aus seiner Sicht. Und, aber nicht nur, also was ich da jetzt so einen Einblick habe, und das finde ich ja so bemerkenswert, etwas, was ja in Deutschland eigentlich bis dato undenkbar wäre, dass bei diesen Protesten sowohl Zuwanderer, Migranten, als auch Einheimische zusammen demonstrieren. Ja? Also etwas, was ja bei uns momentan augenscheinlich eher undenkbar wäre. Ne? Ich würde das anders ausdrücken. Wenn du dir das genau anschauen möchtest, der Kanal, der seit Jahren am besten alle Demonstrationen in Frankreich abfilmt, ist der Kanal Taranis News, also mit so einem kleinen Haifisch im Logo, Taranis News. Dann haben wir die anderen Aufnahmen gesehen. Das ist jetzt das vierte Wochenende gewesen. Die nennen es jetzt Römisch 4, der vierte Akt sozusagen der Gelbwesten. Und dann gibt es einen Kanal, der heißt The Red Eyes oder so ähnlich, das rote Eis. Und da wurden auch mehrere interviewt. Und die Gelbwesten, vor allem in Paris, der Orwell-Zeit hat das sehr eindrucksvoll belegt mit Aufnahmen, auch von Luke Rutkowski, We Are Change, dem er vorwirft, etwas reißerisch die Sache darzustellen. Aber ich denke, Luke Rutkowski, der ja gesagt hat gestern, dass er im Jahr 2018 deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen hatte, dem sei es gegönnt, wenn er hier mit seiner Gasmaske und seinem Helm ein bisschen reißerisch, weil er ist ja auch auf die Spenden angewiesen aus dem Superchat. Und da hat er also richtig viel eingeheimst im Superchat, als er da live im Tränengas war, neben den brennenden Sachen. Weil aus Sicht von Amerikanern, die ja seine Hauptunterstützer sind, sind es ja ungeahnte Bilder. Du musst dir ja vorstellen, Manuel, in den USA wirst du ja von der Polizei verhaftet, wenn du auf der falschen Straßenseite gehst oder wenn du auf der Straße statt auf dem Gehweg gehst oder wegen irgendeinem Scheiß, wirst du sofort inhaftiert. Das hat er mir auch damals schon in Telfs erzählt, dass ihn das wundert, dass hier in Europa das alles, dass hier in Europa eigentlich nur Leute verhaftet werden, wenn es nicht anders geht. Während in den USA das so totalitär ist, dass man, wer minimalst gegen die Auflagen verstößt, ist halt weg. Die Begründung ist ganz einfach, it's the law. Ja, da gibt es auch keine Spielräume oder so. Da möchte ich kurz einwerfen, jetzt wurde in Texas ein junger Mann verhaftet, weil er vor einer Kirche, als sie da den Weihnachtsmann, die hatten da so eine Aktion, wo sie für Kinder so Pfannkuchen, Pancakes und allerlei Tralala gemacht haben, und da hat sich dann so ein Jugendlicher vor eine Kirche gestellt in Texas und hat den Kindern erzählt, den Weihnachtsmann gäbe es gar nicht. Daraufhin hat dann der Pastor die Polizei oder den Sheriff gerufen und hat man diesen Mann verhaftet wegen Landsfriedensbruch. Ja. Bloß weil er den Kindern erzählt hat, den Weihnachts-Santa Claus gäbe es nicht. Naja, sagen wir es mal so, die USA, das darf man nicht unterschätzen, ist ein sehr christlich-religiös geprägtes Land, und wenn einer rumläuft und immerhin einen Heiligen, den Bischof von Myra und sein Andenken am Nikolaus, das ist ja nicht Christmas, ist ja nicht der Coca-Cola-Weihnachtsmann, sondern es ist ja Nikolaus, ne, 6. Dezember, und den Kindern erzählt, den gab es nicht, dann ist das schon aus deren Sicht eine Form von öffentlichem Ärgernis oder... Die Wahrnehmung ist anders. Ne? Ich habe ja schon gesagt, in den USA, wenn da ist ein Schild und auf dem Schild steht hinter dieser Linie nur noch Vögel und du befindest dich hinter diesem Schild, dann kommt ein Bulle und sagt, hey, schau mal, auf dem Schild steht hinter diesem Schild nur Vögel. Bist du ein Vogel? Nein. Also verhaftet, zack, weg. Oder in Kanada, eine Frau, die die Rolltreppe runterfährt und auf dem Schild steht drin, dass man, wenn man auf der Rolltreppe ist, eine Hand auf der Führung haben muss, aus Sicherheitsgründen, damit man nicht abrutscht. Und der Polizist sagt, Ma'am, Ihre Hand
tun Sie sie mal lieber auf diese Führung, ne, von der Rolltreppe. Und die Frau dachte, weil sie steht halt so oder so sicher, sie dachte, nee, das ist keine Pflicht, das muss ich nicht machen und so. Ja, Pustekuchen, ne? Wenn auf dem Schild steht, du musst, wenn du Rolltreppe fährst in Kanada, mit einer Hand dich sichern und du tust es nicht und ein Polizist sieht es, zack, 400 kanadische Dollar Strafe. Das will ich damit sagen. So ist es in den USA, ne? Und wir haben hier eigentlich noch sehr große Freiheiten und auch Deutschland ist in Sachen Meinungsfreiheit, auch wenn das viele nicht so wahrhaben wollen, wir sind immer noch sehr, sehr frei. Und in Frankreich ist das anders. Die sind uns 10 Jahre voraus. Ich war damals in Lille in den 90ern und da ging es schon los mit dem Schwimmbecken. Da stand drauf, dass man Badekappen tragen muss. Na, das ist hier in Deutschland auch so, nur es interessiert kein Schwein, wenn du keine Badekappe anhast. Aber in Frankreich, wenn du keine Badekappe anhast, ist das ein Riesenproblem. Ne? Da kommen die Leute und bringen dich weg und so. Und dann musst du dir halt deine scheiß Badekappe aufsetzen, wenn du schwimmen willst. Und so ist es halt in Frankreich. Das ist ein bisschen strenger alles. Ne? Und das muss man halt mitkriegen, dass wir eigentlich noch sehr, sehr frei sind hier in Deutschland, dass sich die Dinge jetzt aber wohl bald ändern demnächst. Und zum Beispiel bei der Demonstration. Wir dürfen in Deutschland ja nicht zum Generalstreik aufrufen. Und ich bin sicher, diese Gelbwesten-Revolution, da ist jetzt kein Anmelder, der die Demo am Place Charles de Gaulle da bei dem Arc de Triomphe anmeldet und sagt, ja, ich habe hier eine Demo mit Ordnern, wir wollen da ein bisschen mit gelben Westen rumlaufen. Und dann muss das Ordnungsamt von Paris oder so, muss das dann genehmigen, ne? Das bedeutet, Manuel, streng genommen, wenn ich jetzt sage, ich finde das ganz toll, dass die Leute dort demonstrieren und geht alle hin mit euren gelben Westen und so, ja, dann mache ich mich strafbar. Dann rufe ich hier in Deutschland auf zu einer nicht genehmigten und nicht angemeldeten Demo. Ne? Aber die Franzosen sind halt zumindest, was die Demonstration angeht, anders. Ja. Und das Solidaritätsgefühl, wenn da zum Beispiel welche einfach aussteigen aus dem Auto, bei diesen Mautstellen, die haben ja immer Maut, und da geht die Schranke auf und zu. Und irgendeiner geht hin, macht die Schranke auf und bindet sie fest, damit man einfach immer so durchfahren kann. Ja, da wird dann nicht lang gefackelt, da machen die es einfach alle. Da wird auch nicht lang diskutiert, die Bürger halten zusammen. Jeder sieht, da ist einer, der will demonstrieren, der will die Mautstelle, die Schranke nach oben und blockieren. Und dann machen einfach alle mit, ne? Fertig. Hier in Deutschland kommen dann die Bullen und andere machen vielleicht noch Fotos und zeigen den an, weil er die Mautstelle und so weiter. Aber in diesem Punkt ist die französische Gesellschaft anders als die deutsche Gesellschaft. Hier ist es auch so, dass du deinen Nachbarn diffamierst oder wenn er Schwarzarbeit macht oder Steuern hinterzieht. Das ist in Frankreich anders. In Frankreich ist jeder Widerstand gegen den Staat, gegen die Steuern auf Ebene der Bürger ist positiv konnotiert. Es gibt keinen einzigen, der sagt, das ist schlecht oder negativ oder du bist illegal oder du bist ein Schmarotzer, du zahlst deine Steuern nicht oder du willst dir einfach nur die Maut sparen, wo kommen wir dahin? Diese Art zu denken gibt es nicht. Und trotz dieses starken Zentralismus, trotz der präsenten Armee, trotz dieses sehr doch deutlich totalitäreren Staates als hier in Deutschland, gibt es in Frankreich dieses Solidaritätsgefühl. Und zurück zu deiner Frage zu Anfang mit den Migranten und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass es eher die normale White-Collar-Mittelklasse ist, die demonstriert in Frankreich. Und das sieht man auch an den Aufnahmen. Und man sieht sehr, aber sehr wenig. Nicht ausschließlich. Nein, natürlich nicht. Aber es ist ganz klar dominierend die einheimische französische Bevölkerung. Es sind hauptsächlich, also über 50%, schau dir die ganzen Bilder an und so. Ja. Und der Orwell-Zeit, der hat die abgezählt, verstehst du, am Champs-Élysées und so weiter. Und man sieht das auch ganz klar. Und ich kann das auch verstehen, weil wenn einer jetzt, sagen wir mal, ein Flüchtling ist, einen anderen Aufenthaltstitel hat, nur eine Duldung, keinen französischen Reisepass, ja, dann macht er bei sowas natürlich nicht mit, weil es ist ja illegal und ihm droht möglicherweise bei sowas die Abschiebung. Aber eins ist klar, es ist die gesamte französische Mittelschicht ist involviert und wer sich trifft, sind vor allem die verschiedenen politischen Lager. Die Linken und die Rechten, ne? Die Antifa, also Unruhestifter, die hier so mit Antifa-Sprüchen, schwarzer Block, die wurden vertrieben, sieht man auch auf schönen Aufnahmen, und verhauen. Die wollten auch Randale machen oder das für sich nutzen. Das haben die Leute nicht zugelassen mit den gelben Westen. Und das ist das Interessante, dass es eine Bewegung ist, wo jeder mitmacht und die Inhalte sind völlig unterschiedlich. Ich wollte mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel war hier eine Gelbweste. Ich blende jetzt mein Bild mal ein. Ja. Ja? Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Und wenn man da jetzt ein bisschen näher hinschaut, wenn du mich einblendest oder größer, na,
Und da ist jetzt einer, der hat auf seine Gelbweste und siehe da, schau dir das an, da steht das Wort Rothschild. Ne? Das ist nämlich in Frankreich sehr wohl ein Thema, dass der Macron ein Rothschildmann ist. Und jeder schreibt halt seine Sachen auf die Weste, was ihm halt wichtig ist. Es gibt da keine zentralen Themen oder wie es hier in Deutschland so üblich ist, dass die Linken zu Vorbesprechungen einladen und dann muss man sich auf 10 Punkte einigen und dann ist man entweder gegen menschenbezogene, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder Antisemitismus. Das gibt's alles nicht. Die gehen einfach raus, demonstrieren. Jeder schreibt auf seine Westen, was er will, ne? Und alle sind einfach geeint. Und es gibt in dem Sinn keine Themenvorgabe. Es gibt auch keine, das wollte ich euch auch zeigen, das habe ich auch gesehen, das habe ich bei mir auf meinem Kanal Community Beiträgen, habe ich die 2 Fotos auch gepostet. Da ist zum Beispiel einer, der schreibt, kauft Bitcoin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier, ne? Ja, sieht man. Ja, und da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Und wenn du jetzt die Leute interviewst, selbst die Mainstream-Reporter, die interviewen, stellen fest, da sind welche, die sagen, ja, geh doch raus. Das hat ja der Dirk Pohlmann mit dem Fleischer ganz gut gemacht in seiner Sendung, hat er das beschrieben, wo der dann gleich mit einer Gegenfrage kam, so, ja, wieso bin ich auf der Straße? Ja, bist du etwa zufrieden mit den Verhältnissen und so? Wir müssen hier ständig zur Tür raus und zahlen. Und also es ist ein allgemeiner sozialer Missmut, ja, bis hin eben zu spezifischen Forderungen wie kauft Bitcoin oder gegen die Rothschilds, aber das Thema der Bankster, des Finanzsystems und die Rufe gerade von jungen Leuten zu einem ganz grundsätzlichen Wechsel. Da war zum Beispiel einer, den hat der Orwell-Zeit interviewt, ein sehr schöner Franzose mit blauen Augen, sehr schick, der arbeitet sicher so im Weißkragenbereich, so mit Krawatte. Und der hat auch gesagt, er hat damals den Macron gewählt, ist jetzt aber sehr enttäuscht, ne? Und er hat gesagt, im Grunde genommen hat das keinen Sinn, wir brauchen jetzt die 6. Republik. Also Frankreich ist im Moment im Zustand der 5. Republik. Und was sie wollen, ist eigentlich, dass diese ganzen Politiker alle verschwinden und sie möchten so eine Art bürgerliche, zivile Regierung haben, ohne diesen ganzen Politadel. Das ist eigentlich die Forderung, die wir von Merkel muss weg auch hatten. Bei der Merkel muss weg stand hinten drin, Politadel abschaffen für mehr direkte Demokratie. Und das ist das, was sehr viele auch fordern. Aber wie schon gesagt, man kann immer nur einzelne Leute rauspicken. Jeder hat seine Gründe, aber der Gründe gibt es viele, warum sie demonstrieren. Und vereint sind sie durch diese Westen und gefordert wird einfach alles, ein grundsätzlicher politischer Wandel. Und um das zum Abschluss zu bringen, bis du jetzt wieder das Wort kriegst, ich bin doch in der Merkel-Jugend, ja? Das ist jetzt natürlich Spaß, so eine Vereinigung gibt es nicht wirklich, die Merkel-Jugend. Aber wir haben ja immer Heil Merkel gefordert. Ne? Und hier hinten siehst du auch diese Fahne. Ich weiß nicht, ob man sie sieht oder ob ich eingeblendet bin. Ne? Diese Fahne, die soll an etwas erinnern. Und dann habe ich ja auch dieses T-Shirt hier mit der Raute, ne? Die Merkel-Jugend und so weiter. Und der Gedanke dahinter ist ja eigentlich ein ganz einfacher. Und ich verstehe nicht, warum so viele so tun, als wäre das merkwürdig. In Frankreich hat man versucht, die Gelbwestenbewegung als eine rechte Bewegung zu diffamieren. In Frankreich ist es genauso, du bist rechts, das ist nicht gut und so. Und zwar haben sie das Bild von einem alten Mann genommen, der so geht und dann macht er den römischen Gruß und dann haben alle gesagt, ja, das ist ein Nazi, das ist der Hitlergruß und er hat Heil Hitler und so gesagt. In Wirklichkeit hat der französische alte Mann, und somit ist es Fake News, von höchster staatlicher Stelle wurde somit enttarnt. Man hat das Video rausgesucht auf dem vielen Bildmaterial und man hat den Mann gefunden, der da gelaufen ist und gesagt hat, und man konnte sogar hören, was er sagt, und er hat gesagt, Ave Macron, ne, also der römische Gruß, so wie Asterix und Obelix, Ave Caesar, hat er Ave Macron gesagt. Und er sah auch aus wie so ein alter Asterix. Und das wurde enttarnt und dieses Ave Macron, dieses Scherzhafte, der Gedanke, den er hatte, ist ja exakt derselbe Gedanke, den wir haben mit Geil Merkel oder Heil Merkel. Ne? Das wollte ich nur sagen. Also die Ideen sind überall dieselben und es ist in mehreren Städten diese Gelbwesten und es gibt keine Führung oder Führungsspitze. Jeder tut einfach und fordert, was er will. Ja, man könnte ja vielleicht irgendwann mal fragen, was wollen sie wirklich? Aber das Einfachste ist einfach, sich die Interviews anzuschauen, ne, der Orwell-Zeit und die anderen, und schauen, was die Leute so sagen, was sie wollen. Und dann stellt man fest, es ist eine ganz grundsätzliche Forderung. Und es hat tatsächlich das Potenzial nach einer übergreifenden Revolution. Und statistisch ist halt fatal, dass bei dem
bei der dritten Veranstaltung, die am gewalttätigsten war. Und wir wollen nicht vergessen, es gab 4 Todesopfer. Und bei einem Opfer ist man sich nicht sicher, ob er nicht gezielt durch einen Scharfschützen getötet wurde. Einerseits hat man einen Scharfschützen gefilmt, genau an der Stelle, von der er auch hätte schießen können auf ihn. Dann hat man gesehen, wie irgendeiner zusammengesackt ist. Wir wissen natürlich nicht, wir haben seinen Totenschein, sage ich mal, nicht gesehen. Aber viele Aufnahmen belegen, dass er wohl gezielt erschossen wurde. Das wäre natürlich gerade gezeigt, während du gesprochen hast, auch nochmal vom Freeman einen Artikel von vorgestern. Das waren aber eher Gummigeschosse, Polizisten, die mit diesen großkalibrigen Gummigeschossgewehren ganz gezielt natürlich auf Demonstranten geschossen haben. Man sah da auch Menschen zu Boden gehen, die dann von anderen Demonstranten wieder weggeschleift wurden. Und es gab natürlich Tote, brennende Autos, brennende Mülltonnen, das übliche Prozedere, was es dann halt gibt. Aber wenn du vorher angesprochen hast, also 2 Dinge möchte ich aufgreifen. Der eine Punkt ist, dass es da jetzt so kein Kernthema gibt, sondern mehrere Gruppierungen haben halt schreiben auf ihren Westen ihren Claim, ihren Wunsch, ihr Thema, ihr Ansinnen. Es geht natürlich im Zentralen gegen die Banken, gegen die Hochfinanz, gegen das Großkapital und natürlich gegen diese Reformen von Macron. Und dass man das natürlich wieder sofort als eine rechte Bewegung darstellen möchte, das ist natürlich Usus. Aber dass du das Zweite, was ich sagen wollte, dass es zwar an der Champs-Élysées vorwiegend oder zu einem Großteil weiße Demonstranten waren, oder das ist kein Thema. Aber das hat sich ja in ganz Frankreich abgespielt und es gibt sehr wohl auch Aufnahmen von Vororten in Paris, zum Beispiel Saint-Denis, ein Problembezirk, wie viele wissen, aber auch in Marseille, ja, und da sind dann schon wieder weniger typisch weiße Franzosen unterwegs, sondern sehr wohl auch eher die Zuwanderer, die demonstrieren. Also das ist schon eine Bewegung, die sich da interkulturell versammelt. Okay, einverstanden. Wobei man natürlich sagen muss, dass die französische Gesellschaft, dadurch, dass es ja ein Kolonialland war und sehr viele aus den Kolonialländern seit vielen Jahren auch nach Frankreich eingewandert sind, so wie in Großbritannien eben auch viele Inder und Pakistanis immigriert sind nach Großbritannien, natürlich die Tradition hat und per se einen höheren Ausländeranteil aufgrund seiner Geschichte und Entwicklung, ne? Aber insgesamt wollen wir einfach mal festhalten, und das ist sehr erstaunlich, The Red Eyes hat da einige interviewt, es scheint tatsächlich so eine Weißkragenbewegung zu sein. Das heißt, ja, die normalen Arbeiter und Angestellten, ne, das sind ja wohl hauptsächlich die demonstrieren. Und dem die Hand zerfetzt wurde, und zwar beiden, das waren Weiße, und auch der Frau, der das Auge ausgeschossen wurde mit dem Gummigeschoss, ist auch eine Weiße gewesen. Und an der Stelle möchte ich mal etwas sagen. Man hat sich ja damals, oder die politische Linke hat sich über Bahrain echauffiert, als die Sicherheitskräfte in Bahrain durch unsachgemäßen Umgang mit Gasgranaten und so weiter auch 1-2 Tote hatten und auch durch Gummigeschosse Leute getötet haben. Jetzt ist es so, das ist kein Geheimnis, die sogenannten Gummigeschosse, Manuel, sind selbstverständlich auch tödlich in ihrer Wirkung. Und drum muss man bei den Gummigeschossen indirekt schießen. Das heißt, eigentlich sind sie so konstruiert, dass du auf den Boden schießt und sie abprallen oder so, ne? Aber wenn du direkt auf die Leute damit schießt, ist die kinetische Energie bedenklich und kann zu absolut tödlichen Verletzungen führen, ne? Zum Beispiel der Bruder von dieser Ahed da in Israel, diese palästinensische junge Frau, die ins Gefängnis kam, weil sie Soldaten verhauen hat, weil ihr Bruder, der Kopf, ne, der wurde schwer beschädigt durch Gummigeschosse. Das bedeutet, dieses ganze Gerede, das sind angeblich nicht tödliche Waffen, oder auch der Taser sei harmlos und so weiter. Ich blende da kurz ein Bild ein, damit du das auch siehst, ja. Das habe ich vorher, aber damit du das jetzt auch mal bewusst siehst, schau, ich meine, der Polizist, der zielt definitiv nicht am Boden, ja. Schau. Da gibt es noch einen weiter oben, da, ja. Also die zielen definitiv nicht am Boden, damit das Feuer, dieses Gummigeschoss am Boden abprallt und dann vielleicht einen Treffer erwirken könnte. Nein, sie zielen natürlich und schießen auch direkt auf die Menschen, ja. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das nicht auch einfach ein kleiner Gasgranatenwerfer ist. Ich kann das jetzt beim besten Willen nicht sagen.
Das, glaube ich, ist schon eher ein Gummigeschoss. Aber du könntest auch recht haben mit Gas, aber. Es gibt doch diese interessanten Aufnahmen in der Schweiz, wo irgendwelche Leute demonstrieren und dann kommt die Schweizer Polizei mit so auch solchen Pistolen und schießt einfach in die Menge, ne? Na, Und das das ist der war. Gummischrott. Schau, da, Gummischrott. Ah, tatsächlich. Ja, dann das sind die Gummipistolen. Dann sind diese großen mit diesen runden Magazinen, sind dann die Gasgranatenwerfer. Ja. Also es gibt ja auch diese Pfefferpistolen, die die Schweizer zum Beispiel verwenden. Diese Pfefferschrotpistolen, die die Schweizer verwenden, sind nicht tödlich. Und da gibt es irgendwo Aufnahmen, da sieht man ganz entspannt, wie die Polizisten einfach mit dem Pfefferschrot auf die Menge schießen und dann verschwinden die da alle, ne? Also es gibt schon auch, sage ich mal, sichere, nicht tödliche Waffen. Aber der Polizeieinsatz, der war ja Wahnsinn. Das war ja fast schon wie in Israel, dass sie da in die Menge mit diesen Gasgranaten reinballern, dann mit Militärgranaten, die also auch tödlich sein können und ja, mit Militärequipment. Bei den Israelis ist es noch was anders. Die schießen ja die Gasgranaten aus einer so großen Höhe, teilweise mit Hubschraubern ab, dass jeder kann sich denken, was passiert, wenn aus 50 oder 100 Metern so ein Metallding auf deinem Kopf landet. Ja, das ist sicher nicht schön oder auch sehr gefährlich. Aber was die in Paris gemacht haben, war unverhältnismäßig, meiner Meinung nach. Und der Orwell Zeit hat recht. Er hat gesagt, die Proteste waren friedlich. Das Feuer ist übertrieben vor dieser Rundfunkanstalt. Und dann diese kleine Barrikade, ne, mit diesen Metalldingern aus den Bäumen rausgeholt. Und das sieht immer alles so spektakulär aus. Aber im Großen und Ganzen waren alle sehr, sehr friedlich. Und die Polizei, das meinte Luke Rutkowski, hat eigentlich die Gewalt zur Eskalation der Gewalt beigetragen, weil sie den Menschen ihre Masken weggenommen haben, also die Schutzmasken, Gasmasken, und weil sie sie eingesperrt haben und dann mit Tränengas beschossen. Und es gab dann eine Situation, wo eine größere Gruppe praktisch mit Tränengas beschossen wurde und nicht flüchten konnte. Auch gesprüht wurde, besprüht wurden sie auch teilweise. Ja, natürlich. Aber ich will nur darauf hinaus, die Polizei hat durch bestimmte Taktiken, die einzukesseln und zuzugasten, das muss ja zwangsläufig zu irgendeiner Eskalation führen, weil wenn ich hier, ich lasse mich doch nicht freiwillig mit Tränengas zugasen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist sehr, sehr unangenehm. Ich habe Und es schon mal abbekommen. Ja. ja, man verfällt da auch in Panik und als wollten die Polizisten das provozieren. Ne? Das bedeutet, die Demonstranten an sich, größtenteils, zumindest in Paris, waren sehr friedlich und die Polizei hat sehr gewalttätige Dinge provoziert. Das heißt, die wollten wohl, dass die Gewalt eskaliert, damit sie dann mit noch mehr Gewalt und das meine ich. Ne? Man muss sich. Ausnahmezustand. Ja, das war wohl, also es war nicht die Devise, hier zu deeskalieren. Ne? Und ich glaube auch, dass es bezahlte Unruhestifter gibt und so. Das gab es immer wieder. Ne, das gibt es auch hier in Habe ich eigentlich Deutschland. erwähnt, also diese Agent-Provocateurs, davon muss man fix ausgehen, dass es die natürlich, dass die da eingeschleust werden. Und es gab ja auch Plünderungen in Geschäften und so, wo man sah, wie so halt wieder schwarz vermummte mit Skibrillen ja, da Nobelboutiquen eingeschlagen haben und geplündert haben und so. Also da natürlich mischt sich da alles drunter, ja, da ist alles dabei, ja. Wenn da klar, ich meine, wenn es da Rabatz gibt, da kommen die Linksextremen, da kommen die Rechtsextremen, da kommen ein paar Hardcore-Migranten, da kommt alles, ja, alles. Das ganze Volk hat einfach Wut und hat sich sowas aufgestaut. Natürlich ist Gewalt immer der falsche Zugang, aber wenn du dann ein paar hast, die das Ganze noch anheizen, und mit der Eskalation beginnen, na klar, da springt dann der Funke über und das geht sehr, sehr schnell. Ja, und ich würde ja auch sagen, also man darf ja nicht dazu aufrufen, sich dieser Demo anzuschließen, aber wenn man schon Samstag rumläuft, wenn da so viel Tohuwabohu ist wegen den Demos, also würde ich allen Franzosen empfehlen, zur persönlichen Sicherheit diese gelben Warnwesten anzuziehen, damit sie nicht noch irgendwie vom Fahrrad oder so angefahren werden oder sie ein Auto überfährt oder irgendwas Schlimmes passiert, ne? Also schon aus Sicherheitsgründen würde ich jedem Franzosen empfehlen, so eine gelbe Weste zu tragen. Um das Thema dann mal abzuschließen, möchte ich da jetzt einblenden, heute auf ORF.at jetzt da Emmanuel Macron, hier,
Frankreich sucht nach Macrons Zugeständnissen Milliarden. Nach den Zugeständnissen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Gelbwestenkrise muss das Land einen riesigen Milliardenbetrag auftreiben. Nach Einschätzung von Verkehrsministerin Elisabeth Borne, schlagen die Ankündigungen mit etwa 8 bis 10 Milliarden Euro zu Buche. Es sei jetzt an der Regierung, genaue Zahlen zu errechnen, sagte Born heute dem Radiosender France Info. Macron hatte mehrere Schnellmaßnahmen in der Sozialpolitik angekündigt, um die von den Gelbwesten-Protesten ausgelöste Krise in den Griff zu bekommen. So soll etwa der Monatslohn für Beschäftigte auf Mindestlohnniveau um 100 Euro steigen. Beschäftigte sollen noch eine Jahresendprämie erhalten, wenn Arbeitgeber dazu in der Lage sind. Auch auf Überstunden soll es weder Steuern noch Sozialabgaben geben, so der Präsident. Die EU dazu in Kontakt mit den französischen Behörden. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erklärte, dass die Europäische Kommission die Auswirkungen der Ankündigungen auf das französische Defizit genau beobachten werde. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den französischen Behörden, sagte Moscovici der Nachrichtenagentur AFP. Eigentlich hatte Frankreich Europa versprochen, die Staatsfinanzen zu sanieren und die Maastrichter Defizitgrenze von 3% der Wirtschaftsleistung dauerhaft einzuhalten. Die 3%-Schwelle könne Frankreich nun jedoch möglicherweise erneut nicht schaffen. Bisher sieht die Planung für 2019 ein Defizit von 2,8% der Wirtschaftsleistung vor. Erstmals seit 2008 lag Frankreich im Jahr 2017 unter dieser Schwelle. Es ist der Triumphbogen wieder geöffnet nach den Krawallen. Das nationale Wahrzeichen war bei den Krawallen vor eineinhalb Wochen schwer beschädigt und schließlich vorerst geschlossen worden. Ja. Okay, Manuel. Also das ist wieder typisch ORF. Das ist so dieses typische Mainstream-Dummgeschwalle, weißt du, so nach dem Motto, die armen Franzosen haben eh schon so ein großes Defizit. Und ich habe ja schon vor 3 Jahren angekündigt, dass der Staatsbankrott von Frankreich das Ende des Euro sein wird und dass alle Investmentbanker nur noch damit rechnen, weil Frankreich ist sowieso hoffnungslos verschuldet. Jetzt nicht so wie die USA, aber ganz schön. Und jetzt stellen die sich dahin und sagen, ja, der arme Macron hat jetzt wegen den verrückten Protestierenden auch noch 10 Milliarden Zusatzbelastung und so. Und Gott sei Dank läuft alles noch seinen normalen Gang. Und keine Sorge, liebe andere Europäer, wir achten darauf, dass das Defizit und die 3%-Grenze auch ganz genau eingehalten wird und so weiter. Ja, abgesehen davon, dass diese ganzen Zahlen und wie sie ermittelt werden sowieso für einen Arsch sind und damit politisch sowieso getan wird, was man will. Und Goldman Sachs hat ja auch Griechenland damals geholfen zu bescheißen beim Frisieren von diesen ganzen Zahlen. Also das, was sie uns hier in dem Artikel vorgaukeln, ist so die heile Welt und alles ist in Europa in Sicherheit und da gibt es Krawalle, aber wir achten vor allem auf die 3% und wichtig ist, dass Kulturdenkmäler wie der Triumphbogen wieder besucht werden können, trotz der schweren Krawalle und so. Das ist so dieses unfassbare Blödsinnsgerede, als wenn die Krawalle jetzt die Ursache wären für die Krise. Ne? Dabei vergisst man ganz, ohne die große Krise, die politische Krise in Frankreich durch die letzten 20 Jahre der Politik, würde es doch diese ganze Demonstration und Krawalle nicht geben. Das ist eine völlige Verkehrung der Ursache und der Wirkung. Und man tut jetzt so, als wäre das so, ja, der dumme Franzose, der zündet halt gern was an oder so. Aber diese Geschichte können die unmöglich durchhalten. Jetzt sind wir schon in der 4. Woche. Und die Menschen und selbst die Reporter werden langsam neugierig. Die fangen sogar langsam an, die Leute zu fragen, warum sie denn auf die Straße gehen und so. Ne? Das ist ja schon, ja, ich glaube schon, das ist ja schon der Untergang im Prinzip von der Menschen. Aber das ist so ein typischer ORF-Artikel. Das ist fast schade um die Zeit, dass du ihn vorgelesen hast. Aber so konnte man wenigstens sehen, wie man das macht. Ne? Man tut so, als wäre das Großwetterlage. Dann geht man auf eine Aloof-Position und sagt, ja, die 3%, die EU und Tourismus, Acte Triomphe und so funktioniert wieder. 10 Milliarden hier und da, aber wir werden das Defizit schon stopfen. Anstatt einfach einzusteigen und zu fragen, was wollen die oder was haben die konkret gemacht, tut man so, als wäre das eine Lappalie und steigt aufs hohe Ross, um dann aus so einer Aloof-Position alles aus der Großwetterlage-Situation zu deuten und zu trivialisieren, damit der Durchschnittseuropäer, der jetzt diesen oder der Österreicher, der diesen Artikel liest, einfach hier so dieses warm Wischiwaschi-Gelaber, so linkes Ohr, rechtes Ohr, ja, da war was in Paris, nicht so wichtig, wird schon wieder gut werden und so.
Ja, das ist eine Technik, indem du einfach den Fokus rausnimmst nach oben, Großwetterlage und dann nochmal schön Wischiwaschi und inwiefern sind wir betroffen? Ach ja, Frankreich 3%, Defizitgrenze und so. Aber kein Wort dazu, was passiert, wenn Frankreich einfach pleite ist. Ne? Was ist die 3% Defizit? Die können sie sich stecken. Die Investmentbanker wissen seit 2014, dass der Staatsbankrott von Frankreich bevorsteht. Und der Staatsbankrott von Frankreich ist eine Sache, die bahnt sich seit Jahrzehnten an. Seit Jahrzehnten. Ne? Der französische Franc, bevor der Euro kam und 99 das stabilisierte, bei einem sehr zugunsten Frankreich sehr starken Kurs. Bis dahin ist der französische Franc rauf und runter gegangen. Ja? Wie Frankreich war immer schon ein Problemkind. Ne? Das Defizit, die Staatsverschuldung und so weiter. Das war immer ein Riesenproblem in Frankreich. Und das wird praktisch komplett ignoriert und man reduziert es auf irgendeine Kennzahl, die völlig manipulierbar ist, nämlich irgendeine 3% Defizitgrenze. Ne? Das ist auch wieder so eine Technik. Man wiegt die Leute in einer falschen Sicherheit. Also dabei, wie schon gesagt, es ist jetzt wirklich kein Geheimnis. Fragt euren Banker, fragt irgendwelche Leute, die sich damit auskennen oder in der Finanzbranche sind. Alle Finanzbanker rechnen im Prinzip mit einem Staatsbankrott Frankreichs demnächst. Ja. Ja, nicht nur Frankreich, auch Italien, Spanien, Portugal, das sind eigentlich so die vier Krisenherde aktuell in der Union. Und ja, dabei belassen wir es auch. Ich würde sagen, schließen wir mal diesen Block. Das, was da in Frankreich weiterhin passieren wird, werden wir natürlich alle im Auge behalten. Ich denke nicht, okay, dass sich das so schnell auflösen wird. Wolltest du noch was hinzufügen? Ja, wir können das Thema schließen, aber es ist ganz wichtig psychologisch, weil sowohl der Volkslehrer als auch Orwell-Zeit haben ja beide recht. Ne? Der Volkslehrer weist darauf hin, wie die Dinge und die Empörung gerade in europäischen Ländern gelenkt ist. Und der Orwell-Zeit, der ist halt vor Ort gegangen. Beide können ja recht haben. Ja? Die Destabilisierung dient natürlich dem System. Mag sein, dass auch der Protest echt ist. Und ich will jetzt keinen Defätismus verbreiten, aber wenn du das jetzt ganz pragmatisch siehst, bei der vierten Demo gab es jetzt 1700 Verhaftungen und eigentlich die wenigsten Zwischenfälle, bis auf diese Hand, die unglücklich zerfetzt wurde und das Auge, das verloren wurde und vielleicht noch andere Frakturen. Aber es ist doch bezeichnend, dass da, wo es am gewalttätigsten war, also in der dritten Woche, dass es da die wenigsten Verhaftungen gab. Und jetzt, wo die Leute sich wirklich bemüht haben, besonders friedlich zu sein, gab es die meisten Verhaftungen. Und so eine Verhaftung führt natürlich zu einer empfindlichen Geldstrafe, zu einem Eintrag wegen, was weiß ich, Landfriedensbruch oder unerlaubter Teilnahme an einer Versammlung und was auch immer. Ne? Und das soll natürlich das bürgerliche Lager abschrecken. Ne? Wenn sie 1 oder 2% der Demonstrierenden rausgepickt haben und alle verhaftet, dann ist es natürlich schon eine Hausnummer. Und ich kann nur sagen, was immer man tut, es ist immer besser, wenn man keine Schwierigkeiten mit dem Gesetz hat und wenn irgendwas Dummes passiert oder man was Blödes macht, also jetzt nicht ein Verbrechen, sondern dann ist es immer klüger, man lässt sich nicht erwischen. Ne? Und ich bin sehr gespannt auf die fünfte Woche, weil ich habe nicht den Eindruck, dass die Franzosen sich haben einschüchtern lassen. Ich habe die Aufnahmen gesehen, die Leute haben eine enorme Wut, ein Selbstbewusstsein, die Solidarität ist da, ne? Und das ist eine Eigendynamik, die ich so noch nie gesehen habe, ganz ehrlich. Habe ich so noch nie gesehen. Es waren ja Hunderttausende von Menschen auf der Straße in Frankreich. Und ich weiß, dass die wirtschaftliche Situation für die Arbeiterangestellten sehr, sehr schlecht ist in Frankreich. Und dass die stinksauer sind. Und ich kann beim besten Willen nicht sagen, was draus wird. Aber eins möchte ich an der Stelle klar sagen, um jeden Defätismus vorzubeugen. Also die ganzen Bürger Frankreichs haben meine uneingeschränkte Solidarität und es ist mir völlig egal, wenn jetzt irgendwelche Gelbwesten Straftaten begehen, irgendwelche Dinge in Brand setzen und so weiter. Ich finde das zwar nicht gut, aber völlig egal, was noch alles passieren wird, nichts wird meine uneingeschränkte Solidarität mit den protestierenden Franzosen in irgendeiner Weise erschüttern. Und das ist ganz wichtig, denke ich. Also von meiner Seite kommt keinerlei Distanzierung oder so. Ich will das natürlich nicht billigen und dazu aufrufen, aber in meinem Herzen fühle ich mit diesen Leuten und ich freue mich über ihre Erfolge und über jeden, der protestiert. Und ich bin traurig über alles Schlimme, das passiert. Da bin ich vollkommen bei der Meinung, das unterschreibe ich zu 100%. Ja, also auch ich solidarisiere mich mit den Demonstranten. Natürlich Gewalt, natürlich weniger, aber dass sie natürlich vorwiegend auch da die Polizei auch ihre Mitschuld daran trägt, dass es da
zu Gewalttaten kommt und natürlich wieder Agent Provocateur, und das haben wir jetzt eh schon dreimal besprochen, das ist klar, aber nichtsdestotrotz uneingeschränkte Solidarität mit den Franzosen, und glaube ich, dabei belassen wir es auch mal, oder? Gut, ja, das ist wichtig, aber es ist wichtig, dass man das auch zeigt, weil diese ganzen defätistischen Artikel, diese diffamierenden oder geringschätzigen, das finde ich nicht in Ordnung, weil die deutsch-französische Freundschaft ist etwas sehr hart Erkämpftes. Das ist tatsächlich eine Besonderheit. Und dazu gehört auch, finde ich, dass die deutschen Bürger und Mitmenschen sich solidarisch zeigen mit den französischen Bürgern und Mitmenschen. Also nicht unbedingt jetzt mit den Regierungen, was die Regierungen machen, die kommen und gehen, das interessiert uns nicht. Aber ich finde, die deutsch-französische Freundschaft verdient es, dass aus deutscher Stelle einfach mehr Solidarität bekundet wird und auch gezeigt wird mit den Franzosen, dass wir also Mitgefühl haben für ihre Anliegen und ihre Nöte und dass wir also wohlwollend zu ihnen schauen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger, so nach dem Motto wie früher, ach, die Landwirte stecken wieder die Brücke am Kehl in Straßburg in Brand oder so. Nein. Die Zeiten, in denen wir verächtlich über französische Demonstranten sprachen, ist vorbei. Wir, also ich, bin sehr beeindruckt von der Entwicklung, die das in Frankreich genommen hat. Und ich denke, wir Deutschen können uns von der Art, wie ein Bürgerprotest völlig dezentral, einfach nur so ganz simpel abläuft, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Und noch geht es uns einigermaßen gut in Deutschland, besser als in Frankreich. Aber das wird sich sehr bald ändern und bald sind wir in einer ähnlich prekären Situation wie die französischen Arbeiter und Angestellten, da bin ich mir sicher. Ja, vor allem nachdem in Deutschland weiterhin oder immer wieder die Krot fressen muss, wenn ein Staat kollabiert. Ja, da hilft er dann Deutschland immer gerne aus, aber jetzt belassen wir es dabei. Wo ich bei dir bin, ist ja solche Demonstrationen und eben bewundernswert auch, dass ja einige oder ein Teil dieser Demonstranten sich sehr wohl auch gegen das Geldsystem ausgesprochen haben, sonst würde man nicht den Namen Rothschild auf die Gelbweste schreiben. Das ist ja kein antisemitischer Code, der wahrscheinlich dann wieder durch den Mainstream propagiert wird, sondern die gehen schon an die Wurzeln der ganzen Sache. Ja. Und das finde ich gut. Aber jetzt beenden wir das mal und kommen nach Deutschland. Und da habe ich schon einen Artikel vorbereitet, wieder vom Schmiergel. Ja, und zwar jetzt hier für alle einblenden. CDU unter Kramp-Karrenbauer, das endgültige Ende der Union, wie wir sie kennen. Der Albtraum aller Breitbeiner. Mit der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers ist die CDU unwiderruflich in der Gegenwart angekommen. Obwohl AKK, klingt ja wie Kalaschnikow, womöglich konservativer ist als Friedrich Merz und Jens Spahn zusammen. Na schon, in die CDU eingetreten? Nicht? Warum denn nicht? Haben Sie es etwa noch nicht gehört? Das ist jetzt eine demokratische Partei, also nicht nur treu dem Grundgesetz. Ja, Grundgesetz, Rummenigge, ja. Da war sie schon immer, sondern jetzt neu, so richtig super, pluralistisch, auch im Inneren. Konnte doch jeder sehen, der den spannenden Wahlkampf um den Vorsitz verfolgt hat. Diesen Wettstreit dreier ganz außergewöhnlich fähiger Kandidaten. Allesamt hätten sie das Amt verdient, wie ihnen jeder CDU-Funktionär sogar im Schlaf bestätigen kann. Aber toll, wie da um Positionen gerungen wurde. Mit offenem Visier eine echte Richtungsentscheidung. Ja, wie siehst denn du diese ganze Geschichte um die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer? Ja, also zunächst einmal, die Dame habe ich so nie wahrgenommen. AKK. Nämlich auch nicht. Das finde ich ja so interessant. Die kam ja. In der CDU sagt man zu AKK Angies kleine Kopie. Also Annegret Kramp-Karrenbauer ist wohl eine Politikerin, die Angela Merkel persönlich viel zu verdanken hat. Und wir wissen, da gibt es sehr viel Dankbarkeit und Loyalität. Und letztendlich ist es wohl so ähnlich wie Medvedev und Putin. Ne? Putin gibt den Staffelstab an Medvedev gibt ihn wieder an Putin und so weiter. Das ist eigentlich eine Person, die eine Merkel-Frau, sage ich mal. Und letzten Endes ist es ja auch, es beweist doch ganz klar,
dass nur weil man den Vorsitz abgibt, wenn dieselben Strukturen innerhalb der Partei sind, die man geschaffen hat, hat man immer noch die volle Kontrolle, ne? Ist ja klar. Und natürlich konnte Angela Merkel ihre Kandidatin durchsetzen und die Newcomer hatten einfach überhaupt keine Chance. Und wenn sie ein bisschen Grips hatten, ne, wobei bei Friedrich Merz habe ich ernsthafte Zweifel, dann wussten sie auch, dass sie nicht wirklich eine Chance hatten auf den Vorsitz. Das meine ich jetzt gar nicht zynisch, aber dieser komische Friedrich Merz, der lebt ja mittlerweile intellektuell auf einem anderen Planeten. Wenn der sich hinstellt und den Deutschen sagt, sie sollen sich Aktien kaufen für ihre Altersvorsorge, wo die Dinger teilweise um 90% abgekackt sind. Ich weiß nicht, ob der noch alle Tassen im Schrank hat. Du kannst doch nicht für eine Altersversorgung oder für einen Rentenfonds empfehlen, Aktien zu kaufen. Selbst die Pensionsfonds kaufen nur in einem ganz winzigen Anteil Aktien im Portfolio für die Rente. Und der Friedrich Merz empfiehlt wirklich, den einzelnen Bundesbürgern Aktien zu kaufen. Das ist also portfoliotechnisch völlig blödsinnig. Und da zeigt sich auch, dass der Mann vollkommen inkompetent ist. Und ich sag mal, um Aufsichtsrat von BlackRock zu werden, musst du kein Genie sein. Du musst irgendwie 2 oder 4 Mal im Jahr in einer Kaffeerunde dich hinsetzen, dir Vorträge anhören, von denen du eh nichts verstehst, von den Vorständen und den Wirtschaftsprüfern, und dann irgendwo deinen Oscar hinsetzen und dann darfst du wieder gehen, ne? Das ist kein kompetenter Mann. Und die portfoliotechnische Empfehlung an den deutschen Rentner, sich Aktien zu kaufen, ist der Beweis seines intellektuellen Brechdurchfalls, ne? Das ist einfach völlig absurd, diese Empfehlung. Und jetzt zu der Freimaurergeschichte, ne? Wir haben ja jetzt festgestellt, oder Oliver Janich, dass sie so einen Orden hat von den Freimaurern und Napoleon. Und ich habe viele französische Videos gesehen zu den Gelbwesten und da sind auch einige, die weisen darauf hin, dass selbst die französische Revolution von den Freimaurern initiiert wurde und dass sehr, sehr viel mehr einfache Menschen getötet wurden durch die französische Revolution und die Freimaurer als durch die Machthaber selber. Das heißt, das wissen die klugen Leute schon. Und natürlich ist sie eine Person, die kommt nur scheinbar aus dem Nichts. Die wurde auch herangepäppelt als Reserve und so weiter. Und zum Thema Freimaurerei wollte ich sagen, nochmal hier die Großwetterlage. Wir machen uns ja immer Gedanken, wenn es so etwas wie eine Weltregierung oder eine Weltordnung gibt, muss die ja irgendein organisatorisches Vehikel haben, um Personal zu rekrutieren für die unterschiedlichsten Dinge. Jetzt hast du ja aufgedeckt, dass die Freimaurer sich im Prinzip immer Leute suchen mit einwandfreiem Leumund, die irgendeinen systemrelevanten oder bürgerlichen Beruf haben und irgendwie der Freimaurerei nutzen. Na, das hat natürlich einen Sinn und Zweck, dass du Leute, die irgendwie relevant sind, in dieses Vehikel Freimaurerei reinpusht und die Freimaurerei wird dann wie durch Zauberhand irgendwie zentral gelenkt. Und die Strukturen der Freimaurerei, und unter Napoleon ist das ja alles aufgeblüht, ne, von 300 auf 1200 Logen in Paris und so weiter. Diese ganzen Freimaurerclubs, denen man beitreten kann, aus irgendwelchen Motiven, Humanismus, was auch immer, ja, denn kein Mensch möchte sich ja freiwillig einem geldgierigen Arschlochverein anschließen. Ne? Man will immer was Gutes tun, jeder Mensch ist sozial, hilfbereit, edel und hilfreich, ne? Und das wird auch, denke ich, ausgenutzt. Und die Schattenstruktur der neuen Weltordnung oder eines Schattenstaates, das sind ja nicht nur die Exportclubs, Wirtschaftsverbände, sondern das sind eben seit über 200 oder 250 Jahren diese Freimaurerzirkel, sage ich mal. Und es ist jetzt nicht weit hergeholt, wenn man sagt, dass die Freimaurerlogen, die Strukturen, über die wir nicht so viel wissen und wie sie miteinander verbunden sind, sehr wohl ein organisatorisches Grundgerüst bilden für diese eine Weltordnung. Und dass sie natürlich auf Kooperation angewiesen sind, sonst würden sie ja nicht so viele Leute rekrutieren, die zum Beispiel in Banken arbeiten oder Politiker sind oder Polizisten und so weiter. Entscheidend ist, dass man sehr breit aufgestellt ist. Systemrelevant. Ich weiß nicht, ob Anwälte so systemrelevant sind. Nein, aber natürlich bei den Freimaurern. Okay. Ja, das sind sie schon. Also es ist ganz klar, dass die Anwälte natürlich systemrelevant sind, weil sie die einzigen sind, die bestimmte Gerichtsverfahren führen dürfen. Ein Richter redet ja normalerweise gar nicht mit normalen Menschen, der redet ja nur mit Anwälten, damit er sich das dumme Gebrabbel der Leute nicht anhören muss. Verstehst du? Aber darum geht's. Künstler sind übrigens auch viele Freimaurer, das mag man gar nicht glauben. Ja, wenn die Freimaurerei und die vielen Logen
das organisatorische Grundgerüst bilden, aus denen die neue Weltordnung Leute rekrutiert und einsetzt, zentral gelenkt, wie ein Konzern, ne, und an deren Spitze, wir wissen nicht, wer da steht, wir wissen nicht, wer die Richtlinienkompetenz hat und auch wieder das Prinzip, jeder weiß nur das, was er wissen muss. Das ist eigentlich das perfekte Konstrukt, wenn du an der Spitze bist, um Dinge zu entscheiden, ohne dass es irgendeiner merkt. Ne? Und das ganze Design der Freimaurerlogen ist ja nicht zufällig so, sondern es ist ja genau aus diesem Grund so, damit eben eine gewisse Richtlinienkompetenz an der Spitze ist und das kleine Rädchen funktioniert. Und das musst du dann ideologisch verweben und das ist alles sehr raffiniert. Und diese Annegret Kramp-Karrenbauer hat eben eine Auszeichnung von diesen Freimaurern bekommen und der Oliver Janich wettet, dass sie eine ist und weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie eine ist. Sie müsste es nicht einmal sein. Sie müsste nur irgendwie in einem informellen Zirkel sein, der wiederum mit der Freimaurerei zusammenhängt, weil sie ist ja eine Frau. Das ist ja nicht ganz so einfach, ne? Freimaurer und Frauen und so. Dann müssen Sie nach Mexiko oder Argentinien, weil also Angela Merkel wurde meines Wissens in Mexiko als auch Argentinien höchstwahrscheinlich eingeweiht. Nö, aber wie schon gesagt, sie kommt aus den üblichen Kreisen, aus unserer Sicht, wir sind ja die Verschwörungstheoretiker, weil wir deuten Zusammenhänge aus anderen Strukturen und Perspektiven. Das heißt, die Brille, die wir haben, wir durchleuchten die Menschen, gucken, in welchen Institutionen sind sie, in welchen Vereinigungen, welche Interessen oder Ideologien prägen sie. Und das macht ja der Mainstream nicht, ne? Der Mainstream ist ja ganz oberflächlich und schreibt, ja, sie ist noch konservativer als Friedrich Merz. Ja, was soll das für eine blödsinnige Aussage sein? Ne? Also das ist ein Nullum. Das bedeutet, die Mainstream-Medien oder die etablierte Presse, die beleuchtet die Menschen nicht mal mehr richtig. Ne? Die beschreiben die irgendwie Larifari, es wird Wahlkampf gemacht ohne Inhalte. Genauso wie dieser Bericht, es ist alles nur noch oberflächliches, bedeutungsloses Hintergrundrauschen, was die ganze Zeit produzieren. Und das ist auch der Grund, warum die Leute immer mehr in YouTube selber recherchieren, weil wenn einer wirklich was wissen möchte über diese Frau, ja, die ist ja noch nie richtig in Erscheinung getreten, dann muss er natürlich gucken im Internet, was gibt es für Informationen über die, ne? Und vielleicht stößt er dann auch auf uns oder auf andere Blogger oder Blogs und Artikel und da gibt es ja eine Menge, ne? Nur die Vielzahl dieser vielen Informationen, die führt dazu, dass manche Leute sagen, oh, das sei jetzt dann unseriös und so weiter, aber ich denke, was besonders unseriös ist und was eigentlich jedem auffällt, ist, dass die gesamte etablierte Presse eigentlich inhaltlich überhaupt nichts mehr bringt. Sie informieren nicht richtig. Das, was früher war, wenn du den Spiegel gelesen hast in den 60er, 70er Jahren, dann hattest du einfach ein tolles Allgemeinwissen, weil intelligente Leute dran geschrieben haben und so. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Der Spiegel ist genauso ein Drecksblatt wie die Bild-Zeitung. Und wenn du das liest, wirst du nicht schlauer oder so. Du bist nur emotional erregter oder beruhigter, ne? Je nachdem, was man halt will. Und bestimmte Dinge, Bilder und Themen schweben dir vor Augen, ob die jetzt wichtig sind oder nicht. Aber für die Bildung zum politischen Menschen, und die Bildung zum politischen Menschen ist wichtig, ja, denn wenn du ein unpolitischer Mensch sein möchtest, bist du ja im Grunde genommen ein asoziales Subjekt. Jeder Mensch ist ja verpflichtet, auch ein politischer Mensch irgendwie zu sein oder für die Sozietät irgendwas zu machen. Diese Grundhaltung, die mittlerweile ja immer etablierter ist, dass man sagt, ja, Politik interessiert mich nicht und so. Das sind ja alles Dinge, die waren bis vor wenigen Jahren im Grunde genommen verpönt oder als asozial verschrien, ja. Und das wird halt immer mehr Realität. Und das Ganze wird immer mehr dadurch gestützt, dass eben die Presse inhaltlich überhaupt nichts mehr liefert. Verstehst du? Es gibt keinen inhaltlichen Diskurs. Darf ich da einhaken, weil du Presse sagst, da möchte ich noch einen Artikel einblenden zu der Frau, nämlich von der Süddeutschen. Die Süddeutsche schreibt gestern die Herausforderung der AKK. Die erste Umfrage nach ihrer Wahl legt nahe, es gibt einen AKK-Effekt. Die Union kommt nun auf 32%, Ende Oktober waren es noch 26%. Außerdem gibt es bisher viel weniger Auftritte frustrierter Merz-Anhänger als befürchtet. Aber auf Kramp-Karrenbauer warten schwierige Aufgaben. In drei osteuropäischen Ländern, in denen die AfD stark ist, stehen 2019 Wahlen an.
Und dann ist da noch die Sache mit dem Gehalt und die mit dem Telefonbuch. Umfragen sind zwar keine Ergebnisse, aber sie erleichtern einem das politische Geschäft. Zumindest dann, wenn sie gut ausfallen. Und so haben sich in der CDU am Montag viele über die neuen Zahlen von Forsa gefreut. 32% weisen die Meinungsforscher jetzt für die Union aus. Ende Oktober waren es noch 26. Ja, gut und so weiter. Interessant fand ich ja den Vorwurf, also gut, damit wir jetzt diese Umfragen, bla bla bla, bla fand ich ja den Vorwurf, dass ja bei diesem Parteitag, wo die Frau Kramp-Karrenbauer ja jetzt gewählt wurde, Friedrich Merz man das Mikrofon runtergedreht hat bei seiner Rede. Ja, mit der Argumentation sagen Merz-Anhänger, dass er ja nicht zu gut rüberkommt, ja, damit er da ja nicht zu viel Leute vielleicht noch für sich gewinnen könne. Und die Frau Kramp-Karrenbauer wollte ja dann eigentlich den Merz als Stellvertreter haben. Der Merz hat das natürlich abgelehnt, wollte jetzt auch nicht da den Hampelmann für die Kramp-Karrenbauer spielen. Und jetzt ist ja quasi ihr persönlicher Assistent quasi da gewählt worden als Stellvertreter und der nur mit 61% oder 64%, aber relativ niedriges Ergebnis. Und der gilt ja auch nicht unbedingt als ein großer Sympathieträger innerhalb der Union. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, was die CDU neu jetzt angehen wird. Ja, wobei, wenn du Parteivorsitz hast, würdest du in deiner Nähe auch nur deine Vertrauten haben wollen. Und ich breche jetzt mal eine Lanze für die Kramp-Karrenbauer. Ja, sie ist auf jeden Fall, sie sieht auf jeden Fall irgendwie jünger aus und macht irgendwie einen seriöseren Eindruck als diese Angela Merkel, die sich ja in Marokko bei ihrer Rede verhaspelt hat. Der Tim Kellner hat ihre Rede, der bereitet übrigens jetzt tatsächlich eine Verfassungsklage vor, ne? Der wollte die Merkel daran hindern, dass sie das unterzeichnet, weil sie als deutsche Kanzlerin nicht einfach irgendeine Absichtserklärung der UNO ohne Abstimmung im Parlament einfach so unterzeichnen darf. Da bin ich noch sehr gespannt. Möglicherweise, das wäre eine Sensation, so ein Prozess kostet ungefähr 10.000 Euro, den Tim Kellner, die Verfassungsklage, die er selber macht, ne? Wegen dieser Migrationspakt, weil sie das unterschrieben hat. Und er meint, sie hätte da ihre Kompetenzen überschritten. Um die Lanze zu brechen, um, wie sagt man, kognitive Dissonanzen im After-Sales-Bereich zu beseitigen, ja, der Friedrich Merz ist wirklich ein untauglicher Stellvertreter und seine Empfehlung, dass sich deutsche Rentner Aktien kaufen sollen für die Altersversorgung, hat ihn im Prinzip als unfassbar ökonomisch inkompetenten Dummkopf entlarvt. Und der muss am besten, nachdem man ihn wieder zurückgeholt hat, sofort wieder zurück in die Wüste schicken und so, wo er hingehört. Ja. Und das ist eine gute Taktik. Das macht die Angie sehr schlau. Die holt sich die starken Männer. Das war hat Kohl auch so gemacht und gibt ihnen so Chancen, wo man weiß, dass es eh undankbar ist und dann verbrennen die sich und dann kann man die alle wieder abschießen. Das heißt, jeder starke oder hoffnungsvolle CDU-Leitwolf, der jetzt kommt, wird einfach abgeschossen, ne? Und so funktioniert das. Und der Stärkste ist am mächtigsten nur alleine. Und die Kramp-Karrenbauer, die ist praktisch, man kann der Merkel ja nicht mal einen Vorwurf machen, ne? Sie kann jetzt sagen, ja, Merz, du hast dich halt nicht durchgesetzt oder so, ne? Hat sie sehr schlau gemacht. Ne? Sie hat ihre eigene und das ist einfach raffiniert. Und so denke ich, muss man das sehen. Und ich würde jetzt der CDU auch keine allzu große Bedeutung beimessen, denn ich denke mal, die CDU ist nicht mehr das, was die CDU früher war. Das mit der sozialen Marktwirtschaft oder die sogenannten christlichen Soziallehren und Sozialethik umsetzende christliche Partei und so weiter. Davon sind die alle weit entfernt und ich bin sicher, im ganzen Merkel-Kabinett und in dem Vorstand der CDU, da kennt doch kein Mensch mehr die kirchlichen Theorien der christlichen Soziallehre. Ich bin davon überzeugt, dass kein einziger sie mehr kennt, ja. Und das war zumindest vor 30, 40 Jahren noch irgendwie anders und so. Und wir sollten vielleicht uns zurückbesinnen an die Franzosen, der forderte, dass wir die Sechste Republik kriegen und diese ganzen Politiker gar nicht mehr brauchen und einfach nur noch eine bürgerliche, zivile Verwaltungsregierung haben. Und rat mal, welches Land sowas hat. Welches Land hat die fortschrittlichste bürgerliche, zivile, demokratische Verfassung auf dem Papier der Welt?
ohne Staatsoberhaupt, das ja ein feudales Relikt ist. In Europa? Oder? Ja gut, in Europa muss man sagen, ist es Bosnien-Herzegowina, hat kein Staatsoberhaupt. Die Schweiz hat kein Staatsoberhaupt und tada, Libyen hat kein Staatsoberhaupt. Drum war mein Freund Ali Zaidan als Ministerpräsident. Es gibt keinen Staatspräsident von Libyen, es gab nur den Ministerpräsidenten. Und die libysche Verfassung ist auf dem Papier sehr fortschrittlich, sehr bürgerlich. Und die Regierung oder der Staat übernimmt nur notwendige Dinge und beschränkt sich auf die Verwaltung. Und ansonsten ist alles sehr zivil und bürgerlich, also nicht so Obrigkeitsstaatmäßig, ne? So mit Minister, der alles die Verwaltung diktieren kann und so. Und ich würde sagen, theoretisch, wenn Deutschland die libysche Verfassung übernimmt, also natürlich mit Ausnahme des Bezugs zur Religion, zum Islam, das würde hier in Deutschland nicht akzeptiert werden, aber im Großen und Ganzen die Vorstellung eines Staates, denn wir haben es ja in Belgien gesehen, Belgien ist ja wunderbar lange ausgekommen ohne Regierung, ich glaube fast 2 Jahre oder so, oder was, 1,5 Jahre, also sehr, sehr lange. Man braucht im Grunde genommen keine Regierung. Und man kann die Prozesse der Gesetzesinitiativen, den sogenannten Due Process, wie es zu Gesetzesinitiativen kommt, dieses Verfahren oder diese Methode, die kann man ja auch eleganter lösen, ja. Weil im Moment ist es halt so, dass irgendwelche Lobbyisten nehmen Einfluss auf Parlamentarier oder direkt auf Kommissare oder schreiben direkt die Entwürfe und die Kommissare stehen dann super schlau da und reichen deren Entwürfe durch. Und im Komitologieverfahren winkt das EU-Parlament sie nur durch und so. Man muss diesen ganzen Parlamentarismus mal hinterfragen, ob das Ganze nicht eine ineffiziente Farce ist, die uns im Prinzip, wie Strelkov sagte, nur die Demokratie vorgaukelt. Wir haben ja nur die Illusion einer Demokratie. Und da wäre eben eine deutlich weniger Staat abgespeckt und eben eine bürgerliche zivile Struktur doch wünschenswerter. Und das sind eigentlich die Forderungen, die die Franzosen im Großen und Ganzen haben, wenn du genau hinhörst. Und das ist das Problem, das wir in Deutschland eben haben. Die Parteichefin kann alles diktieren. Und in 12 oder 16 Jahren hat die Merkel Strukturen geschaffen in der CDU. Nur weil sie vom Parteivorsitz zurücktritt, sind die Strukturen nicht weg, ne? Oder nur weil jetzt nach Obama der Trump kommt, heißt es nicht, dass die Administration schwupp weg ist. Wir haben gesehen, welche enormen Schwierigkeiten der Trump hat, die Administration auszutauschen, ja? Ja, jetzt wieder den Stabschef jetzt mit Jahresende, ja, wieder denn die nächste Personalie. Also ich glaube, Trump hat, es gibt keinen Politiker oder Präsidenten in den letzten 50 Jahren, der so einen hohen Verschleiß an Mitgliedern hatte wie Donald Trump. Ja, da sehen wir uns fast an die Zeiten der Monarchie oder an totalitäre Regime zurück. Ne? Ein neuer König kommt und die alte Administration wird einfach komplett hingerichtet oder inhaftiert und schwupp ist von heute auf morgen die ganze Administration ausgetauscht. Das ist ja leider hier nicht so. Das dauert ja sehr, sehr lange, ne? Jahre. Und ob es der Trump überhaupt jemals schaffen wird, ist wieder eine andere Frage. Weil wir haben ja schon festgestellt, dass in den USA die Administration das Land regiert. Und das ist die komplizierteste und komplexeste Administration, die jemals in der Geschichte der Menschheit irgendein Staat hatte, ne? Und in China hat man ja auch versucht, dieses Problem, wenn ein Organisationsapparat zu groß wird, Herr zu werden, indem man einfach gesagt hat, dieser Xi Jinping ist jetzt einfach auf Lebenszeit Präsident, ne? Dann ist das ganze Gerangel weg und er hat endlich Zeit und die Autorität und die Macht, politische Maßnahmen auch tatsächlich durchzusetzen. Ne? Stell dir mal vor, China hätte so einen komisch 10-Administrationsapparat wie die USA, dann würde in China nichts vorangehen. Ne? An jedem Provinzgouverneur würde es hängen, an irgendwelchen Leuten, die in Ministerien arbeiten, unkündbar sind und so weiter. Aber so kann die Kommunistische Partei in China sauber durchregieren. Ne? Und man mag jetzt sagen, das sei jetzt totalitär. Mit Sicherheit ist es das irgendwo auch. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, wenn wir uns über Demokratie unterhalten, dass die alten Griechen von einer sogenannten Krise der Demokratie gesprochen haben. Das heißt, wenn alles super läuft und so, ist ja schön und gut, aber jeder Regierungsapparat, jede Demokratie, was auch immer, das liegt in der Natur der Sache. Der Mensch wird träge, man wird korrupt, faul und so weiter. Gewachsene Strukturen, der Filz, das sind Dinge, das liegt in der Natur der Sache. Das ist kein Vorwurf an die Menschen, denn die Menschen sind nun mal so. Aber man muss
organisatorisch geeignete Maßnahmen treffen, um eben dieser Dinge Herr zu werden. Und das war in der Antike eben die Tyrannis auf Zeit, der Diktator, der mit dem Hackebeilchen jeden Kontrahenten, der genervt hat, einfach töten durfte und somit die Krise der Demokratie beseitigen oder den Filz oder da, wo es Verstopfung gab, einfach zack, wenn er wollte oder wenn er es für nötig erachtete, die Leute zu beseitigen. Allerdings nicht mit dem Zweck, für immer eine Tyrannei aufzubauen, sondern die war in der Antike nur für ein halbes Jahr gedacht. Ein halbes Jahr oder ein Jahr war die Tyrannis oder der Diktator. Ich glaube nur 6 Monate übrigens, nur ein halbes Jahr. Also er musste recht schnell die Leute umlegen. Und danach war die Krise beseitigt, der Diktator tritt wieder in den weg, ne? Und der normale Parlamentarismus oder die normalen alten Prozesse werden wieder fortgesetzt. Und das, was wir beobachten in China oder in den USA, ist ja im Grunde genommen rein wissenschaftlich betrachtet, völlig wertefrei. Wir beobachten einfach, wie eben die modernen Demokratien in Krisen geraten. Und wir stellen fest, dass eigentlich nichts vorgesehen ist für diese Krise. Und diese Krise, würde ich sagen, existiert jetzt schon seit fast 100 Jahren oder 200 Jahren. Ja. 100 und Jahre, würde ich einmal meinen. Ich würde sagen sogar 200 Jahre. Ja, gut. Na, schau, du hast natürlich recht. Wenn du dir Heinrich Heine, wenn du dir das durchliest, wie das war in Frankreich, und wir wissen immer, in Frankreich beginnen immer die Revolten und mit Verspätung beim deutschen Michel kommt es dann an, mit 1, 2, manchmal 3, manchmal 10 Jahre Verspätung, ja. Das war einfach immer schon so, das war im 19. Jahrhundert so und das wird wahrscheinlich im 21. Jahrhundert auch so sein. Und Karl Marx schrieb ja in 1892 über die Zeit zwischen 1848 und 50. Na, da könnt ihr im Internet gucken. Und da müsst ihr mal schauen, welche Sprache der bemühte, wie man über die Rothschild schrieb oder über den Stand der Bankiers. Ich will jetzt nicht den Karl Marx loben, weil ich halte ihn immer noch für einen Desinformationsagenten, weil er den Kern des Geldwesens nämlich in seinen Werken nicht beschrieben hat, nämlich die Geldschöpfung aus dem Nichts, ne? Darüber hat er die Menschen im Ungewissen gelassen. Somit hat er über alle sozialen Zusammenhänge aufgeklärt und alle Mechanismen offengelegt. Aber er hat den Kern des Problems und meiner Meinung nach hat er den böswillig und absichtlich verschwiegen. Genau aus dem Grund, damit es dann eben Revolten gibt und was weiß ich alles. Aber der Drahtzieher, der Bankier, der das Geld aus dem Nichts schöpft und in Wirklichkeit die Welt regiert, faktisch, ne, organisatorisch, denn Geld regiert die Welt, wir sind alle käuflich, die wurden nicht angegangen. Und das ist meines Erachtens die Krise, die Europa seit der Französischen Revolution hat. Ich wiederhole mich jetzt, ja. Ludwig der 18. wird auch der Bankerkönig genannt, Louis-Philippe von Orléans. Und Paris wurde auch vom Bankiers großgezogen. Kein Mensch hätte das bezahlen können. Ein deutscher Baron hat die Straßen so entwickelt, damit man mit der Kavallerie jeden Aufstand niederschlagen kann. Das bedeutet auch für heutige Zeiten, dass Paris eine Stadt ist, in der so etwas wie ein erfolgreicher Sturm auf die Bastille, der war ja nur möglich, weil damals Paris noch verwinkelt war und weil es eine Art Symmetrie gab in der Bewaffnung. Ne? Damals hatte man noch eine Muskete und konnte irgendeinen Schergen des Königs erschießen. Das kannst du ja heute total vergessen. Du hast ja gar nichts. Du musst die Hände hochhalten und wenn du Pech hast, wirst du von einer Granate zerfetzt. So schaut es heute aus. Ja, also eine gewaltsame Revolution hat in dem Sinn keine Chance. Die einzige Chance, die eine Revolution hat, ist, dass die ultimative Gewalt, die öffentliche Meinung, dass das irgendwie durchdringt und dass dieses ganze Wischiwaschi der Mainstream-Medien, dass das nicht mehr geht, wenn das jetzt in die 5., in die 6., in die 7. Runde geht mit den Demonstrationen da in Paris und so. Ne? Ich weiß, wir schwenken jetzt wieder ab, aber ich will nur zusammenfassen auf eine Sache hinaus. In Deutschland hat sich absolut gar nichts geändert und dass der deutsche Michel immer den Franzosen hinterherhinkt, das ist eine historische Tatsache seit 300 Jahren. Aber ich wollte was sagen, dieser Kramp-Karrenbauer, sprich, die wieder jetzt die nächste Kanzlerkandidatin werden, zu 99,9%, glaubst du, ich meine, das ist natürlich jetzt sehr schwierig vorauszusagen, aber dass sich da jetzt auch innerhalb der Großen Koalition mit der Personale Kramp-Karrenbauer da was ändern wird, obwohl Merkel natürlich noch Kanzlerin ist, aber...
Ich denke, diejenigen, die Deutschland steuern, die Parteien finanzieren, die Strohleute in den entscheidenden Positionen aller Parteien haben und auch im Europäischen Parlament, also die Bankiers, das Großkapital und so weiter, vor allem angelsächsisches Großkapital. Es wäre ja schön und gut, wenn der deutsche Mittelstand durch irgendwelche Leute vertreten wäre. Aber du findest im Prinzip in Deutschland keine Vertreter des deutschen Mittelstandes. Du findest immer nur Vertreter des angelsächsischen Großkapitals, ne? Und ich denke, die haben für die verschiedenen Szenarien, die kommen werden, verschiedene Pläne. Weißt du, es kann sein, dass die Petri oder Leute aus der CDU noch eine Partei gründen, eine andere CDU. Es kann sein, dass es aus der AfD eine Abspaltung gibt, ne? Es kann sein, dass es und je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, ja, wird man irgendeine Lösung finden. Aber es wird nichts daran ändern, dass eine bestimmte Lobby Deutschland regiert und dass diese Lobby ist nicht das Volk. Ne? Das ist sichergestellt durch dieses Parteiensystem und durch die Parlamentarier, die fürstliche Gehälter bekommen und vor allem eine Altersversorgung, die also selbst Spitzenbeamte des französischen Königs konnten von so einer Altersversorgung nur träumen, ja. Also der Sonnenkönig Ludwig XIV., wenn man sich das überlegt, was er gekostet hat, es ist lächerlich, es ist fast nichts im Vergleich zu dem, was uns der Parlamentarismus kostet. Der kostet uns 1,5 Billionen. Das bedeutet, die Altersversorgung sämtlicher Politiker und Parlamentarier und Kosten entsprechen fast der gesamten Verschuldung der Bundesrepublik. Also wir sind, glaube ich, bei 2 Billionen. Aber das, was der ganze Apparat an Beamten, also jetzt an Parlamentariern und Beamten und so kostet, das ist in Summe mit den Rückstellungen und Pensionen, wenn du das alles abdiskontierst, die Barwerte, dann kommst du auf 1,5 Billionen. Das bedeutet, es ist mehr als römisch dekadent. Im Römischen Reich war das nicht so teuer. Ne? Ja, aber ich möchte trotzdem wieder nochmal zurück nach Deutschland und in die Gegenwart. Gut, jetzt hat die CDU mit Kambauer eine neue Vorsitzende und höchstwahrscheinliche kommende Kanzlerkandidatin. Schauen wir mal auf die SPD, auf die Sozialdemokraten, die ja massive Probleme im gesamten Bundesgebiet haben. Siehst du da irgendeine Personalie, die in absehbarer Zeit da auch eine ähnliche Rolle für einen neuen Schwung einbringen könnte? Ja, wer wäre das? Ja, jetzt pass mal auf. Der Olaf Müller, der diese Gelbwesten hier auch in Deutschland mit initiiert, ich teile seine Einschätzung, dass der Sigmar Gabriel sicher ein guter SPD-Mann war, aber jetzt voll rübergeschwenkt ist zum System. Eine der Stärken der SPD ist, dass sie natürlich eine uralte Partei ist und eine tolle Tradition hat und dass die Nationalsozialisten viele SPD-Leute in Konzentrationslager und so weiter steckte. Aber eine der Schwächen der SPD ist ein fehlendes ideologisches Fundament, sage ich mal. Ne? Das heißt, es ist eine gewisse Beliebigkeit da. Das führt zu einem Opportunismus. Und Manuel, es wird sich in der SPD der niederträchtigste Transatlantiker, der korrupteste Typ überhaupt, der wird sich durchsetzen. Weil sobald er signalisiert, dass er das größte Arschloch ist, das es gibt, kriegt er alle Mittel zur Unterstützung und dann wird er intern jeden Kandidaten wegbashen. Ne? Und es macht halt einen Unterschied, ob du einen Wahlkampf einfach so machst oder ob du eine PR-Agentur hinter dir hast, die mit Millionenaufwand überall die ganze Zeit den einen hochlobt und den anderen zur Schnecke macht und so. Wahlkämpfe werden mit Geld ausgefochten, ne? Mit öffentlicher Meinung, mit Lügen, mit Illusionen, Niedertracht. Und ich sehe für die SPD keine Hoffnung. Und Olaf Müller, wenn er sagt, der Sigmar Gabriel hat alle Prinzipien der SPD verraten, das sehe ich auch so. Und wir beobachten das, dass eigentlich jeder Spitzenpolitiker immer durch dieselben Qualitäten glänzt, absolut blinden Gehorsam gegenüber einer transatlantischen Doktrin aus den Thinktanks, die ihn unterstützen, ne? Und einer menschlichen Niederträchtigkeit im Grunde genommen gegenüber Parteikollegen und gegenüber dem eigenen Parteiprogramm. Und also die charakterlich am miesesten sind, die schlimmsten Rampensäue, die skrupellosesten Typen, die setzen sich immer durch. Und das ist das, was unser Parteisystem sichert. Und es sind immer unscheinbare Personen, Parvenus, man nennt es den Emporkömmling in Frankreich,
die harmlosesten Gesichter haben oder eine Hasenscharte, ein bisschen dick, ein bisschen dumm, ein kleiner Sprachfehler, keine Ausbildung, Dreck am Stecken. Es gibt ja auch das Gerücht, dass Joschka Fischer ein Leben lang erpresst worden sein soll, weil er angeblich irgendeinen Polizisten getötet haben soll, und Mord verjährt ja nicht. Woher kommt dieses Gerücht? Das kenne ich gar nicht. Das habe ich aus der Schweiz jetzt bekommen, hat mich einer gefragt. Ich habe es auch nicht gehört, nur wenn man sich überlegt, wie viele Schwierigkeiten der Joschka Fischer hatte, als es rauskam, dass er möglicherweise einen Polizisten geschlagen haben soll, ja, kann man sich vorstellen, wenn er tatsächlich, und wenn, nehmen wir mal an, er hätte damals einen Polizisten getötet, aber da Bockenheimer. Gibt's einen dafür? Nein, ich rede jetzt rein hypothetisch, mich wurde aus der Schweiz tatsächlich mehrmals jetzt darauf angesprochen. Ich weiß es nicht. Aber es gab ja Tote in Frankfurt, Bockenheimer Warte, bei den besetzten Häusern und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn irgendeiner von denen das getan haben sollte, dann hätte man ihn ja in der Hand, ne? Dann könnte man den lebenslang erpressen. Genauso wie mit der Kinderpornografie und so weiter. Also wenn ich mir schon Marionetten suche, Manuel, dann suche ich mir immer einen, der unendlich dankbar ist dafür, dass ich ihn ins Amt gehievt habe, ein Parvenu. Ne, wenn ich einen Superman in ein Amt hiefe, obwohl er in der freien Wirtschaft oder an jedem Ort der Welt auch so irgendeinen Job bekäme, wo er sechsstellig verdient oder so, dann ist der nicht gebunden. Du musst einen Typen nehmen, der, was weiß ich, nur Kindergärtner war, gar keine Ausbildung, der vielleicht in der freien Wirtschaft nur 1.500 Euro verdienen würde. Und wenn du den in ein Amt hiefst, wo er 10.000, 20.000 im Monat verdient, dann ist er unendlich dankbar. Verstehst du, Manuel? Dann wird er alles tun, um diesen Job zu behalten. Und drum gibt es dieses Bild des Parvenus, des Emporkömmlings. Je unqualifizierter, unscheinbarer, untalentierter, je dümmer und bedeutungsloser im Prinzip ein Mensch ist, umso mehr ist er prädestiniert aus der Sicht der Mächtigen, als Parvenu, als Marionette zu dienen. Ne? Der wird dann reingehievt und der denkt vielleicht am Schluss selbstverliebt, und das beobachten wir ja oft, dass manche dieser Typen dann selbstverliebt sich super teure Anzüge kaufen, aber trotzdem aussehen wie dumme Mehlsäcke, weil sie halt einfach die Eleganz, ne? Das ist nicht etwas, das du irgendwie erlernen kannst, sondern die hast du oder du hast sie nicht. Die Klasse. Stil kann man sie nicht kaufen. Joschka Fischer ist ein gutes Beispiel. Der kann noch so klug dreinreden, sich noch so tolle Brioni-Anzüge kaufen. Er sitzt immer da wie ein Mehlsack, ja, und er zieht immer ein Gesicht wie ein Dummkopf, und er wird immer drittklassig ausschauen. Auch wenn er in Princeton noch einen Ehrendoktor und Ehrenprofessor hinterherwirft. Wir wissen, dass er kein Professor ist und sonst was, verstehst du? Und diesen Bildungskomplex, diese Eitelkeit, dieses, ach, ich war jetzt Außenminister, ich bin doch toll und so weiter, ja, das ist dann der Gipfel der Verblendung, sage ich mal, eines Parvenus. Und ich will nur darauf hinaus, als Profiler, wenn ich jetzt für die Illuminati arbeiten würde und ich suche mir bestimmte Kandidaten. Du bist doch für die Illuminati tätig. Teilweise war ich das allerdings nur auf unternehmerischer Ebene, wenn es darum ging, französische Konzerne sozusagen zu beraten, wie man als Marionette für Tochtergesellschaften einhernimmt und so. Ja, das findet auf Unternehmensebene natürlich auch statt. Und da sucht man sich dann natürlich auch, weil schau mal, wenn du den Vorstand einer Aktiengesellschaft hast, der darf ja theoretisch machen, was er will. Der Aufsichtsrat darf ihm keine Anweisung geben. Das bedeutet, Manuel, du bist darauf angewiesen, dass der, den du zum Vorstand gemacht hast, trotzdem das tut, was die Konzernmutter möchte. Weil das Problem bei einer Aktiengesellschaft oder bei einer GmbH ist es einfacher. Bei einer GmbH kannst du schon Anweisungen geben, was er tun soll. Aber bei der Aktiengesellschaft, darum hat man vor 100 Jahren, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, es gab mal die Diskussion in der Wirtschaftswissenschaft, ob die Aktiengesellschaft nicht ein sozialistisches Konstrukt ist, weil die Eigentümer komplett die Kontrolle über ihr Unternehmen verlieren. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Eigentümer und die Vertreter der Eigentümer, der Aufsichtsrat, ist nicht in der Lage, dem Vorstand direkt zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Das heißt, wenn du einen zum Vorstand machst, gehst du ein enormes Risiko ein. Und drum musst du dir eben Personen raussuchen, wo du weißt, die werden nicht aus der Reihe tanzen, die werden ihre Rechte und ihre Kapazitäten nicht voll ausnutzen. Verstehst du, worauf ich hinaus will, Manuel? Du nimmst Leute, die zwar formal unabhängig sind, von denen du aber weißt, dass sie genau tun werden, was du willst. Ne? Darum geht's. Und da muss man natürlich psychologisch ein bisschen profilen.
Und da ist es eben ganz wichtig, sich sogenannte Emporkömmlinge rauszuholen, aus niederen Schichten, mit niederen Abschlüssen, die auch einen Minderwertigkeitskomplex haben oder am besten noch ein persönliches, psychisches oder körperliches Gebrechen, die also sehr, sehr introvertiert sind und sehr, sehr verbissen und enorm dankbar sein werden für die Position und die dir ewig dankbar sein werden und loyal und so weiter. Verstehst du? Die werden nicht den super Überflieger nehmen, der das alles wirklich kann, den super, super Manager, der das Unternehmen wirklich irgendwo hinbringen könnte, weil der könnte ja noch selbstständig auf dumme Gedanken kommen. Aber genau das will man ja nicht. In der Wirtschaft ist es manchmal gut, aber in der Politik ist es tödlich. Du musst dich in der Politik als mächtiger Spitzenmann umgeben mit lauter solchen Emporkömmlingen und Parvenus, verstehst du? Und wenn du dir die ganzen Profile unserer Spitzenpolitiker anschaust, wirst du feststellen, dass da dahinter steht eine Agenda. Diese ganzen Leute sind nicht zufällig sozusagen da angekommen, wo sie sind, sondern das hat andere Hintergründe. Bei vielen ist es offensichtlich, dass es Emporkömmlinge sind, die ihre ganze Politkarriere darauf aufbauen, dass sie Strohmänner sind oder Befehlsempfänger oder Apparatschiks oder profillose Heinis. Ja? Bei anderen kann man sagen, sie sind in der Position, weil sie von Anfang an zu der Kabale gehörten oder zu diesem Club und so. Ne? Und ich sag mal, Angela Merkel ist eine von denen, die von Anfang an zu der Kabale gehörte. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine, die im Prinzip ein klassischer Strohmann ist. Genauso wie Helmut Kohl. Helmut Kohl war im Prinzip ein klassischer Leitwolf, ne, durch die Vita und so weiter. Und wenn er nicht die größte Auszeichnung, und das war vielleicht ein Riesenfehler vom Bnei-Brit, dass sie ihn so krass ausgezeichnet haben, weil dadurch sind natürlich alle neugierig. Wieso kriegt Helmut Kohl einen Orden, wie ihn nur Menachem Begin und David Ben-Gurion bekommen hat? Ne? Das ist nicht logisch. Und damit ist eigentlich der Block abgeschlossen, sage ich mal. Also Friedrich Merz ist ein Parvenu, auch wenn er Dr. Friedrich Merz ist, aber wie schon gesagt, diese Empfehlung an die Sparer hat gezeigt, dass in seinem Kopf nur geistiger Brechtdurchfall ist. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist ganz klar eine Marionette des Merkel-Regimes oder der Merkel-Kreise und von ihr eingesetzt. Dann beenden wir das mal. Jetzt haben wir noch knapp eine halbe Stunde und ich habe zwei Länder. Du darfst einmal beginnen, Mexiko oder Israel? Natürlich erkenne ich das Existenzrecht Israels an, auch wenn der Messias noch nicht gekommen ist. Fangen wir mit Israel an. Gut, wie du ja schon öfters richtig festgehalten hast, ist es ja durchaus beliebt, dass Menschen, Fernsehgesichter, die Politik machen, auch gerne Sport machen und umgekehrt, Dunja Hayali, Buschmann etc. Und jetzt hat ja unser Andi Herzog, österreichischer Rekordteamspieler, der für den SV Werder Bremen, auch für den FC Bayern München gespielt hat, ist jetzt Teamchef von Israel. Und er hat es geschafft, so viele arabischstämmige Spieler wie noch kein Teamchef jemals zuvor einzuberufen, nämlich 5 an der Zahl. Was natürlich sehr, sehr clever ist, weil er da politisch sehr feinfühlig agiert und da versucht, beide Seiten ins Boot zu holen, was ich ihm hoch anrechne. Aber er hat da sehr schön beschrieben, mit welchen Problemen er da so im Alltag zu kämpfen hat. Also zum einen natürlich war da die israelische Basis oder Teile wenig begeistert. Ein renommierter Ex-Internationaler meinte, der Mann, der Andi Herzog zu unserem Teamchef bestellt hat, gehöre doch in die Irrenanstalt eingewiesen. Aber er hat uns in diesen paar Spielen ein paar sehr gute Resultate erzielt. Und das Problem ist, was er so schildert, ist zum einen, er hat jetzt eben 5 arabische stämmige Spieler und einer davon spricht nur Englisch, der spielt in Österreich bei Red Bull Salzburg, der Mann aus Tabor. Und Andi Herzog hat so schön irgendwie geschildert, wie das so ist. Bei einer Trainingseinheit kam dann der Mann aus Tabor zu ihm und sagte, du Chef, die 4 Kollegen verstehen sie nicht. Und dann sagt der Herzog, wie, aber ich habe sie doch gefragt, ob sie mich verstehen und sie haben genickt. Und dann sagt der Mann aus der Boy, ja, aber selbst das haben sie nicht verstanden. Ja? Da merkt man die Probleme, die da halt auch herrschen, ja, innerhalb dieser Mannschaft. Auch dann mit dem Sicherheitstross, mit dem diese Nationalmannschaft reisen muss. Ich meine, da sind ja so viel Sicherheits- und Mossad-Leute mit dabei, wenn Israel Auswärtsspiele oder Auswärtsreisen hat.
dass das so abläuft, dass die aus dem Flieger aussteigen. Der Medical Staff, die Presseleute und ein paar Sicherheitsleute in den Mannschaftsbus einsteigen und die Mannschaft dann mit drei so kleineren Bussen eine ganz andere Route fährt, dann zu dem Hotel und so. Ja. Aber finde ich doch sehr, sehr toll für die Völkerverständigung und dass er sich das da traut, da jetzt viele Araber in diesen israelischen Nationalteamkader einzuberufen, um da eben doch, ja, damit macht er Politik in Wahrheit und eine sehr gute Politik, wie ich finde. Auch wenn es jetzt nur Fußball ist, aber dennoch. Ja, ja, ich find das auch beeindruckend und wir kennen ja die Überschneidung, das, was du erwähnt hast mit Dunja Hayali, ne? Sie ist, ich glaube, bisexuell oder lesbisch, keine Ahnung, und tätowiert und produziert ein bisschen den Zeitgeist. Dann dieser Oliver Welke, der macht die Heute-Schau. Der Welke ist er, ja, richtig. Oliver Welke, der macht diese Polit-Heute-Schau. Der hat viele meiner Freunde auch schon diffamiert. Ja, also jetzt nicht nur den Heiko Schrank. Der hat auch sogar Thomas Löbnitz bei so einer Chemtrail-Demo, ist jetzt schon länger her und so. Aber mein ganzer Aktivismus ist durchzogen, durchtränkt von lauter Weggefährten, die alle in der Heute-Show veräppelt werden. Ne? Also es ist insofern wahrscheinlich wohl alles richtig zu machen. Ne? Und das ist ganz klar, weil der Fußball ist ja, das ist wie Brot und Spiele und der Fußball ist einfach das Entscheidende. Damit kannst du die Massen am meisten lenken. König Fußball regiert die Welt. Früher waren es die Gladiatorenspiele. Ich weiß nicht, in Norddeutschland ist es vielleicht der Handball oder in Kanada Eishockey. Ne? Je nachdem, aber hier ist es halt der Fußball. Und ein Österreicher ist jetzt Trainer einer israelischen Nationalmannschaft, wirklich? Ja, und der Sportdirektor auch. Donnerwetter. Und der Torwarttrainer auch. Donnerwetter. Also, Israel hat ja nur was gegen Deutsche. Also, ein Deutscher als israelischer Trainer ist inakzeptabel. Aber du meinst, Österreich ist im Prinzip so verjudelt, dass man das durchaus akzeptiert aus israelischer Sicht, wenn ein Österreicher die Nationalmannschaft trainiert. Ja, das haben sie jetzt. Also, es wurde zuerst einmal der Willi Ruttensteiner, der war lange Jahre beim ÖFB als Sportdirektor tätig während dieser Europameisterschaft 2008 und so. Und wurde dann halt ausgegliedert. Peter Schöttl, den wird jetzt nichts sagen, hat übernommen. Und jetzt ist der Willi Ruttensteiner Sportdirektor Israels geworden und hat dann den Andi Herzog, der ja vorher mit Jürgen Klinsmann das US-Team betreut hat und auch das US-Olympiateam, und ist jetzt Teamchef Israels geworden und eben sich da so viele arabischstämmige Spieler wie noch kein israelischer Teamchef zuvor ins Boot zu holen, das finde ich wirklich eine große Klasse. Ja, das verstehe ich. Das mit dem, das Wort verjudelt, das sollte eine Anspielung sein auf einen Witz. Ich habe das mal bei ORF gesehen, vor vielen Jahren, und ich musste so lachen. Und da hat irgend so ein Grantelhuber erzählt, ja, in Österreich, da zur Nazi-Zeit, da hat da jeder Österreicher, hat da zwei Juden versteckt gehabt, gell? Ja, so war das in Österreich. Mir war schon klar, dass Österreich viel zu sehr verjudelt ist und so, ja. Und das war irgendwie wie schon gesagt, als Österreicher hast du echt Glück, du hast diese Nazi-Keule nicht so, ne? Obwohl ja der Hitler, ich gucke mir gerade diesen sechsteiligen oder 6-Stunden-Film an, The Greatest Story Never Told, weil es ist ja zu Weihnachten immer die größte Geschichte der Welt. Und ich hoffe, ihr seht die Fahne gut, ne, wenn ich das sage. The Greatest Story Never Told, 6 Stunden. Ne? Und ich glaube, der Hitler kam ja eigentlich schon aus Österreich. Ne? Und das mit den arabischen Spielen, weißt du, der Fußball ist halt international. Und der arabische Meister, so viel ich weiß, der arabische Rekordmeister ist halt immer Ägypten. Ne? Und ja. Die Araber scheinen wohl doch sehr, also jetzt nicht nur die Schwarzafrikaner, sondern auch die Araber scheinen ja doch sehr talentiert zu sein beim Fußball. Und wahrscheinlich sind das, die vielen Ashkenazi-Israelis wahrscheinlich nicht so oder keine Ahnung. Aber letzten Endes ist ja der Sport unpolitisch. Und 5 ist jetzt auch nicht so viel. Mein Gott, 22 Leute sind da wahrscheinlich in der Nationalmannschaft. Naja, von den 11 Spielern, die am Platz waren, ja, 5. Ach so. Ja. Oh, das ist aber schon sehr viel. Ja. Das ist ja so, wie wenn 5 Weiße für die französische Nationalmannschaft spielen. Wann waren das? Ja, in den 90ern? Davon rede ich doch. Sauber, sauber. Und der Donnerwetter, bin ich ja gespannt, ob der sich noch sehr lange halten wird, weil das ist politisch, glaube ich, nicht so gewollt, aber sportlich hat er da freie Hand, muss ich es ehrlich sagen. Ne? Die haben ja Spiele gewonnen, also sie haben gute Resultate erzielt. Ja.
Naja, gut, solange sie gewinnen und erfolgreich sind, kann er das natürlich machen, denke ich mal. Da werden die sich nicht einmischen, ne? Da wird ihnen die Außenwirkung eines, weißt du, der Fußball hat ja auch das Potenzial, und das ist ja eigentlich, die Fußballspieler dürfen ja nichts Politisches tun oder sagen, aber viele Spitzenspieler tun das ja doch, ne? Cristiano Ronaldo zum Beispiel wird in der islamischen Welt, gibt's viele Videos, wo er seine Solidarität mit den Palästinensern zeigt und das Politische und nur, es ist eigentlich nicht fair, weil ich finde, man muss die Politik und den Sport einfach trennen. Ja, weil was können diese jungen Fußballspieler dafür, ne? Natürlich, wenn das israelische Militär gezielt einem palästinensischen Fußballspieler gezielt in beide Knie schießt, ja, das ist ja auch passiert dieses Jahr. Da gibt es irgendeine Aufnahme, kein Mensch redet darüber, aber ein israelischer Scharfschütze hat einen palästinensischen Fußballspieler genau durch beide Knie geschossen mit einem Schuss, ja. Und der wird sozusagen jetzt immer ein Krüppel sein, wahrscheinlich auch wie die Typen, die von diesen französischen Gasgranaten an den Füßen verletzt wurden und so. Aber ich finde, man sollte die Polemik oder den Druck rausnehmen und immer sehr gelassen sein beim Sport oder gerade bei so Fußballspielern, weil die leben halt davon und durch das hohe Verletzungsrisiko ist es ein Beruf, wo sie zwar ganz gut verdienen und du siehst auch den Druck innerhalb der Mannschaft, dass diese arabischen Spieler immer nur nicken und verstehst du, die sind froh, dass sie aufgestellt sind in der Startelf und die mucken nicht rum und sagen immer ja, obwohl sie nichts verstanden haben. Der Trainer scheint eine enorme Autorität zu haben, sage ich mal. Eigentlich ist das ja auch gut. In jeder gut funktionierenden Fußballmannschaft sollte der Trainer auch eine Autorität haben, oder? Was meinst du? Wenn die Leute sagen, Trainer, mir doch egal, was du sagst, dann ist doch die Mannschaft eigentlich verloren, oder sehe ich das falsch? Nee, hast du vollkommen recht. Aber jetzt schließen wir auch diesen Block. Wollte ich nur schon mal erwähnen und jetzt kommen wir nach Mexiko. Die neue Miss World ist ja eine Mexikanerin und ich habe ja in dem Teaser zu unserer heutigen Sendung heute früh Edasmin Herzog schon mal erwähnt, aber auch diese Miss World Wahl. Und die heutige Miss World kommt aus Mexiko und da möchte ich euch jetzt ein Video zuspielen. Das ist ein guter Dokumentarfilm, den ich allen sehr empfehlen kann. Der heißt Miss Baller und der wirft ein bisschen Einblick in diese ganze Szene und hoppala. Wo bin ich da jetzt? So, ich sage einmal Film ab. Ich heiße Laura Guerrero und ich bin 23. Ich habe den großen Traum, diesen Staat und seine wunderschönen Frauen zu vertreten. Schießt auf alles, was sich bewegt. Es tut mir leid. Es war dumm von mir. Lassen Sie mich bitte frei. Keine Angst, Carmelita. Ich kann dir helfen. Ich erwarte aber auch, dass du etwas für mich tust. Was sagst du dazu, Carmelita? Hab keine Angst mehr, Glenn. Ja, was heißt Baller? Miss Baller, ja, das ist quasi eine Abkürzung. Geht ihm darum, dieser Film, es ist ein Film, der aber wirklich auf authentische Weise, das ist alles mit Hand und Fuß gut recherchiert, wie junge Mädels, ich habe das ja selbst erlebt in Mexiko, ja, wenn du da so in so Parks gehst, wie sich diese jungen Mädels aufbrezeln, wie die Superdusneldas, aber das kannst du gar nicht vergleichen bei uns mit irgendwelchen osteuropäischen oder russischen
Dussen, ja, sondern auch viel extremer. Und denn ihr großer Traum ist es natürlich, berühmt zu werden, ins Showgeschäft zu kommen. Und natürlich, wer kann ihnen das bieten? Die Narcos. Ja? Und wie in dem Film halt beschrieben, natürlich ist das jetzt ein Film, eine mexikanische Produktion, aber das hat schon alles Hand und Fuß. Diese Narcos bauen diese Mädels auf, missbrauchen sie natürlich für diverse Geschäfte oder Tätigkeiten. Und im Gegenzug schickt man sie halt dann zu so Wettbewerben und dann werden sie dann halt irgendwie Miss Baller. Also Miss Baller in dem Fall, das ist dann die Miss einer Provinz in Mexiko, eines Bundesstaates. Ja, ja, da gibt es dann die Miss Mexico City und die Miss Toluca und die Miss Tijuana und bla bla bla. Und aus denen wird dann die Miss Mexico gekürt und so, ja. Dieses ganze Missen-Business ist ja auch nichts anderes als, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, was ich sage, aber im Hintergrund, gerade wenn diese Schönheitsköniginnen alle aus Lateinamerika kommen und die, wenn man jetzt so die letzten 10 Jahre, die sich die Miss World Damen anschaut, glaube ich, war der Anteil jener, die aus Lateinamerika stammen, sehr, sehr hoch. Die sind natürlich zu einem Großteil alle aus diesen Narko-Umfeldern, ja. Entweder sind sie Liebschaften von Narcos oder werden herumgereicht, ja. Sind einmal die Liebschaft vom Obernarko, dann schlafen sie mit Killer vom Narko und so weiter, werden halt herumgereicht, so als Vereinsmatratze, müssen eben diverse Geschäfte erledigen und wenn sie das alles gut machen, dann werden sie gefördert. Und im Hintergrund fließt natürlich auch sehr viel Geld, damit diese Mädels dann halt auch bei diesen interkontinentalen Wettkämpfen teilnehmen können und dann dort gewinnen, eine gute Rolle spielen. Es ist ja kein Zufall, dass, wie gesagt, in den letzten 10 Jahren der Großteil jener, die aus Lateinamerika kamen, sehr, sehr hoch ist. Ja, ja, also ich wehre mich immer dagegen, wenn die Leute das so als Elendsphänomen darstellen, so nach dem Motto, ja, die armen Mädchen, die brauchen das Geld und ja, die Leute müssen halt mit den Drogen handeln und so. Es gibt den Drogenhandel und Mädchenhandel und so weiter, das gibt es hier in Europa auch. Das sind einfach die Dinge, die einfach die Mächtigen oder die Bösen halt oder die mit viel und schnellem Geld anziehen, weil die käufliche Liebe, der Kick für den Augenblick, ja, das ist ja so ein typisches Ding, das haben so Neureiche, das ist so ein, wie soll ich sagen, das ist so eine Emporkömmlingskrankheit, sag ich mal. Der, so ein Rothschild, ne, der schon unendlich reich geboren wurde und sowieso alles hatte, der wird sich eine anständige Ehefrau suchen, die hier nicht Lotterleben macht und der wird nicht nach dem schnellen Kick suchen, sondern er wird versuchen, sein Leben in Bahnen zu bekommen, in denen er ein glückliches, erfülltes, menschliches Leben hat, ne? Auch wenn er ein Illuminati ist. Verstehst du? Und ich kann mich erinnern, diese ganze Misswahlengeschichte, die ist natürlich, weil bei der Misswahl geht es ja darum auch ums schnelle Geld. Die gewinnen dann sofort einen Vertrag, ne? Es ist also kein dauerhaft angelegtes Ding. Und selbst im Modelgeschäft, wo du ja auch ein paar Jahre nur arbeitest als Model, ist es ja so ähnlich. Und die Schwester einer Freundin, die war damals 16 und 17 dann. Und die Eltern waren dagegen, dass sie diese Elite-Agentur in Paris übernimmt und dass sie dort arbeitet, weil die Familie hatte in den 90er Jahren massive Bedenken, weil sie gesagt haben, diese ganze Branche ist durchtränkt von schlechten Leuten, du bekommst dann einen schlechten Einfluss, du bist 16, 17 Jahre alt, ne, und dann wirst du in Kontakt kommen mit Drogen, mit Zuhältern, mit Loverboys und so weiter. Und es gab diesen ganz tollen Film über den Elite-Model-Skandal. Das war so einer, der in Mailand mit versteckter Kamera und dann der Italiener, der für 1000 Lire, das waren damals 1000 Mark, ne, das war so der Overnight-Tarif. Aus heutiger Sicht natürlich ein Witz, weil in München kostet selbst eine hässliche Note mehr als 1000 Lire oder 1 Million Lire damals. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Mädchen zum Beispiel mit einem in die Kiste springen würden mit ihren 16, 17 Jahren, nur weil er sie auf das Cover von irgendeinem neuen Magazin bringen kann. Der Undercover-Mann hat damit geworben, dass er ein neues Magazin hat und auf der Titelseite von diesem neuen Magazin, und das war seine Tarnung, das war ja realistisch, es gibt ja nicht nur die Vogue und die Elle, sondern da gibt es noch Max und was weiß ich, was es alles für Zeitschriften gab. Und der Background-Check war auch sauber, das Magazin gab es, das war in der Entstehung.
Und da hat er die Szene da interviewt und da konnte man ganz klar sehen, dass es ist nicht, ich habe auch mal Ahmed, so einen Sicherheitsheini in Ägypten, habe ich mal gefragt, weil die Truppen, die Soldaten, die den arabischen, also nicht den arabischen Frühling, sondern die Morsi-Regierung putschten und dann 2000 Leute erschossen vor der Rabah al-Adawiya, dass 80% der Soldaten aus diesen Armutsgegenden kamen, wo die meisten Taxifahrer auch herkommen in Kairo, nämlich die, die zwischen den Gräbern wohnten. Und dann habe ich gedacht, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen enormen finanziellen Elend und Kriminalität oder Boshaftigkeit. Und er meinte, nee, das ist nicht so. Natürlich sind diese Leute besonders zuverlässig, aber wenn ein Mensch kriminell ist oder vom geraden, tugendhaften Weg abweicht, dann ist das keine Frage des Reichtums, sondern diese grundsätzliche Charaktereigenschaft, die hast du immer, ob du arm bist oder reich. Und drum dieses Moralisierende immer, ach, die armen Mädchen werden misshandelt und so. Ein Mädchen, das sich in so eine Situation begibt, in dem Film stellt man das natürlich dar als Not und ganz nebenbei, ne, der größte Drogenhandel und die vielen illegalen Gelder werden immer noch mit US-Dollar und Bargeld bestritten und nicht mit Bitcoin. Offensichtlich, weil ich sag mal, wenn die Narcos einfach alles in Bitcoin machen würden, dann müssten sie nicht die ganze Zeit so viel Bargeld rumschmuggeln. Hahaha, kleiner scherzhafter Einwand. Aber es stellt sich immer die Frage bei diesen Frauen, die das wollen oder auch die Männer, ob man da jetzt immer so diese Gutmenschenbrille und dieses, ach, die Armen und sie werden alle so ausgebeutet. Ich nee, halte sie suchen sich aus, weil sie aus ärmlichen Familienverhältnissen kommen. Das ist ja mal Fakt. Ja, das ist ja klar. Die kommen aus der Gosse, aus den Slums und ihr Traum ist natürlich, reich, schön, berühmt zu werden. Mit der Schauspielerei wird es ein bisschen schwierig, weil da brauchst du Ausbildung. Also bleibt halt nur noch Miss Toluca, Miss Sippolite, und so weiter, ja, zu werden und dann lachen sie sich einen Narko an, das ist ihr Traum, weil sie wissen, dann haben sie ein gutes Leben, ja, darum geht's. Sag mal, sind in Mexiko die einzigen, die ordentlich verdienen und ein gutes Leben haben, Narcos? Das wäre nämlich eine Erklärung, warum die sich denen an den Hals schmeißen. Oder gibt's auch normale Leute, die erfolgreich sind wirtschaftlich? Es gibt korrupte Generäle, es gibt Politiker, es gibt natürlich Ärzte, keine Frage, sowas gibt's auch. Aber Mexiko ist halt leider ein Staat und da müsste man eine eigene Sendung machen. Weil aufgrund dessen, dass man ja das Medellin-Kartell zerschlagen hat und auch die Ochoas und das quasi eigentlich von der DIA übernommen wurde oder CIA, und man damit ja diese Routen, die ja über Honduras und Nicaragua, über Kuba nach Florida liefen, das hat man ja alles kahl geschlagen. Und jetzt läuft das alles über Mexiko. Mexiko war ja früher ein Kartell. Dieses eine Kartell, da hat man sich dann gedacht, okay, das zerschlägt der Chef, der hat das selber zerschlagen. Und hat es in 5 kleinere Kartells unterteilt. Das Sinaloa-Kartell und so weiter mit Chapo, zack. Und der selber, ja, der sitzt jetzt in der Schweiz. Der Obermacker, ja, also der Oberkartellboss sitzt in der Schweiz, hat ein ruhiges Leben, hat mit dem Alten nichts mehr zu tun, ja, dem kann man nichts nachweisen und Chapo ist jetzt in den USA, wie wir alle wissen, aber um deine Frage zu beantworten, nein, natürlich gibt es auch normale Menschen, aber ist ein Narcos, die sind da sehr weit verbreitet und damit meine ich jetzt gar nicht so diese Upper Class, ja, wie ein in der Liga eines Escobar oder so, ja, mhm. Ochoas, sondern halt auch sehr viele so regionale Gangs, ja. Also darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, dass weil ich kenne auch schöne Frauen, die aus der Gosse kommen und deswegen nicht in der Prostitution oder bei Gangstern und Verbrechern landen. Natürlich sind die immer sehr anfällig und die Männer sind ja sehr eitel und suchen ja die schönen Frauen. Und drum ist ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine besonders schöne Frau einen besonders guten Mann erwischt, der gute Absichten hat, immer sehr gering. Drum ist es oft so, dass wenn du
nicht mit zu sehr Schönheit sozusagen geschlagen bist, die Wahrscheinlichkeit, dass die totalen Schufte sich von dir fernhalten und du ein glücklicheres Leben hast und einen besseren Partner findest, sogar größer. Ne? Also Schönheit ist gerade bei Frauen auch ein Fluch und die Armut. Aber dass jetzt Mexiko so ein Land ist, das wirtschaftlich in dem Sinn keine richtige Mittelschicht hat oder keine echte. Es gibt nur die Armen und dann gibt es die. Das ist ganz interessant, weil Mexiko ist ja ein interessantes Land, weil es eines der wenigen oder das einzige mittelamerikanische Land ist. Das ist Nordamerika, bitte. Wenn du einem Mexikaner sagst, dass er Mittelamerika ist, dann schlägt er dir den Kopf ab. Nordamerika, okay. Eines der wenigen amerikanischen Länder ist, die komplett freundlich zu den USA stehen und deren Regierung sozusagen... Ja, so war das ja damals. Damals war doch dieser, wie heißt dieser komische Linke, der Vorzeigelinke schlechthin. Der war doch bei der Buchmesse in Mexiko und da hat er so Sachen erzählt. Ich habe seinen Namen vergessen. Eigentlich kennt ihn jeder. Du kennst ihn auch. Das ist der, dem man vorwirft, gesteuerte Opposition zu sein und die Galionsfigur der US-amerikanischen Linken, dieser alte Sack, ja, bei der Buchmesse in Mexiko. Ja, ja. Ja, du weißt, glaube ich, wen ich meine, oder eigentlich alle wissen es. Ich will nur darauf hinaus, politisch gesehen, auch wenn du jetzt gelacht hast, sagte man so, lange Zeit ist die mexikanische Regierung und die amerikanische, US-amerikanische Regierung, die verstehen sich eigentlich prima, ne? Die sind schon per Du, die sind nicht in offener, großer Opposition, ne? Und das war immer sehr merkwürdig. Man hat sich immer gefragt, warum in Mexiko die Verhältnisse so merkwürdig pro USA sind oder warum. Und da hatte man dann eben immer den Verdacht, dass die Regierung in Mexiko möglicherweise doch eine verkappte Marionettenregierung der USA ist und dass die USA ganz gezielt wirtschaftliche Verhältnisse oder eine Situation in Mexiko kreiert hat über die Jahrzehnte, die eben genau zu dieser Struktur führte, dass nur noch Schufte und Kriminelle und so weiter und es keinen echten Mittelstand gab, damit Mexiko ja nie wirklich eine souveräne Regierung entwickelt. Natürlich ändern sich die Dinge jetzt, aber lange Zeit war es nicht von der Hand zu weisen, dass Mexiko eigentlich eine verkappte Marionette der US-Regierung war. Ja, aber Mexiko gilt nicht umsonst als der Mistkübel der Vereinigten Staaten. Ja? Was da an Experimenten getrieben wurde, das wäre auch wieder eine eigene Sendung. Ich habe mich da mit Ärzten unterhalten, die meinen zum Beispiel, dass dieses Wolfsmenschenphänomen, ja, das ist in Mexiko sehr weit verbreitet und da gibt es die Verschwörungstheorie, aber unter hochrenommierten Ärzten, dass es ein Genexperiment der US-Amerikaner gewesen sein soll, ja. Zum Beispiel. Ja, also Mexiko ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Land und wie schon gesagt, Texas und Kalifornien müssen eigentlich zurückgegeben werden an Mexiko, aber das geschieht natürlich nicht. Nein, und noch einige andere Bundesstaaten. So, wir haben die 2 Stunden durch, Hendra. Okay. Wir kommen langsam zu einem Ende. Ich habe noch ein paar Neuigkeiten zu verkünden, während ich unsere Unterstützungstafel einblende. Und zwar gibt es für alle am 20. Dezember unseren Jahresrückblick mit Peter Denk, mit dem Hendra, mit dem Falko Stölzer und meiner Wenigkeit. Das Ganze ab 18 Uhr auf diesem Kanal, der Jahresrückblick. Das wird ein bisschen länger werden. Ja, das könnte schon so ein 3, 3,5, 4 Stunden Teil werden. Ja, mit Peter Denk, Hendra, Falko Stölzer und meiner Wenigkeit. Und hier, wie ihr uns unterstützen könnt, natürlich erst mit Mitarbeit, indem ihr unsere Videos zum Beispiel teilt. Kleine Unterstützung natürlich auch immer gerne gesehen, aber auch ein Kauf in unseren Spreadshirt-Shops, auch eine Möglichkeit und Option, uns zu unterstützen. Werbeblock beendet. Ich bedanke mich schon mal bei dir, lieber Hendra. Ja, danke. Ich freue mich auch. Das ist vielleicht eine ganz interessante Runde, weil wir sind ja nicht alle Mitglieder der Linkspartei oder so, sondern sehr, sehr unterschiedlich und ich habe die auch verfolgt und vielleicht die Sendung beweist auch mal so, wie völlig unterschiedliche Sichtweisen oder wichtig ist halt nur, dass man sich respektiert und gesittet und wir versuchen im Kleinen vorzuleben, was die deutsche Gesellschaft halt auch soll. Es fehlt natürlich noch der extreme Rechte, aber vielleicht bin ich das ja. Ja, aber sonst ist es eine recht witzige Truppe, glaube ich. Ja, mit Peter, mit Falko. Du und ich, das wird schon ganz knackig werden. Wie gesagt, 20. Dezember, 18 Uhr.
Wir sehen uns sowieso noch vorher zu Titel dessen Argumente. Und ich, je nachdem, aufgrund meines Gesundheitszustandes, aber ich denke schon, dass ich die Woche den Denkanstoß, die Drei-Kamera-Produktion noch rausklopfen werde. Das war es einmal von meiner Seite. Ich bedanke mich bei allen Zuschauerinnen, Zuhörern und Unterstützern. Haltet die Ohren steif, macht's weiter so, lasst euch nicht verarschen. Ich wünsche euch alles Liebe, dickes Bussi aus Wien. Wie gewohnt, adios amigos, Bussi Baba und auch von dir an dich, Hendra, alles Liebe, danke. Genau, hasta la vista, ich verabschiede mich mit Ave Macron und Heil Merkel. Seht ihr das? Heil Merkel. Also, tschüssi. Adios.